Herzlich willkommen zur heutigen wissenschaftlichen Tagesschau. Heute Talkshow Freie Argumente Plattform ist im Idealfall eine Übung für die Vorwahlen, Mini-Volksentscheide. Parteimitglieder und Wählerinnen befragen Experten zu sehr viel besserem Volksentscheid. Wahlprogramm mit Wählerstimmenpotenzial 56%. Der Gedanke, der neue Gedanke ist ja, dass nur freie Argumentekulturparteien richtig gute Parteien sind, basisdemokratische Parteien sind. Und ich fürchte, daran scheitern im Moment sozusagen die Parteien alle, dass sie überhaupt letztendlich gar keine Basisdemokratie herstellen. Jetzt müssten wir uns wieder normal im Bilde sehen. Ja. So, jetzt müssten wir uns wieder gut im Bilde sehen und vielleicht ein Hinweis, ein ganz kurzer Hinweis. Unsere fünfgliedrige Machtbegrenzungs- und Demokratisierungskette, die also diese echte Basisdemokratie garantieren soll, die haben wir erweitert. Wir haben also quasi ein sechstes Glied drin, denn vielleicht Sie erinnern sich vielleicht an das Problem der 5%-Klausel, der 5%-Hürde, die ja letztendlich dazu führt, dass wenn man eine kleine Partei wählt, dass man dann eigentlich den politischen Gegner unterstützt, weil nämlich die Stimmen, wenn man unter 5% bleibt, werden in den Mülleimer geschmissen und die gegnerische Partei frohlockt. Und da gibt es einen ganz einfachen Vorschlag jetzt von uns neu als sechstes Glied der Demokratisierungskette, dass nämlich sozusagen jede Kleinpartei eine Liste aufstellen muss, von wem ihre Stimme, falls sie unter 5% bleibt, abgezogen werden soll. Ja, und dann kann zum Beispiel eine Kleinpartei sagen, meine Stimme soll bei der CDU abgezogen werden und falls die nicht über die 5% kommt, dann vielleicht bei der SPD oder so. Und dann können die Leute nämlich munter die Kleinparteien wählen, ohne dass wir gleich ein Chaos wie in der Weimarer Republik kriegen. Wir haben also nach wie vor dann diese 5%-Hürde, aber die Stimmen sind nicht mehr verloren, sondern die werden dann zum Beispiel bei der CDU abgezogen und dadurch werden die Leute sozusagen viel bereiter sein, auch neue Parteien zu wählen und dann ist es auch viel leichter, über die 5% zu kommen, weil das Argument dann wegfällt. Ja, wenn ich für eine Kleinpartei meine Stimme gebe, dann könnte es ja sein, dass diese Stimme völlig verloren geht und ich damit meinen politischen Gegner, meinen Hauptgegner sozusagen eher noch unterstütze dadurch. Ja? Und dieses Argument würde wegfallen und dadurch hätten wir ein Stück mehr Demokratie wieder, ohne dass wir gleich das Chaos der Weimarer Republik wieder hätten mit 100 Kleinparteien, die da im Parlament sich ein Chaos anrichten sozusagen. Ja? So viel also zu diesem sechsten Glied der Demokratisierungskette. Ja, und dann habe ich schon gerade erzählt, dass viele Parteien damit kämpfen, dass sie einen zu wohlstands- und geldorientierten Blickwinkel haben und dass es den Neuparteien schwerfällt, die psychologische Komponente, nämlich das Fühlen der Menschen, das Glücklichsein der Menschen, zu sehen. Ja, so nach dem Motto, will ich, dass Menschen glücklicher werden, muss ich ihnen einfach mehr Geld geben. Also so quasi, als ob der Satz gelten würde, Geld allein macht glücklich. Aber leider ist es eine Tatsache, dass Geld allein nicht glücklich macht. Und das fällt den Leuten schwer, das Wohlfühlen und in den Blick zu bringen. Ja, das war so mein Begrüßungswort und vielleicht hat jemand irgendeine Idee, vielleicht auch zu dieser 5%-Hürdenänderung. Und vielleicht noch eine Vorbemerkung noch, die sich ergeben hat aus der letzten Sitzung noch. Die Frage ist, ich glaube, es existiert noch ein Missverständnis über die Wohlfühlstimme. Das vielleicht noch zum Schluss für mein Begrüßungswort. Die Wohlfühlstimme funktioniert so,
dass quasi das Hausarztteam zum Beispiel versucht, den Menschen zu überschütten mit Glück. Was weiß ich, Tanzkurse kostenlos, Ernährungskurse kostenlos, Tanzveranstaltungen kostenlos, Sportveranstaltungen kostenlos, Fitnessstudio kostenlos. Alles Gelegenheiten, wo man nette Leute kennenlernt, wo sich Freundschaften bilden, wo vielleicht die ersten Mehrgenerationen-Wohngemeinschaften sozusagen beginnen, wo quasi die ersten Kommunen und vielleicht dann irgendwann die ersten Schenker-Bonobo-Kommunen sozusagen so ihre Fäden entwickeln und sich entfalten und so weiter. Und die Wohlfühlstimme, niemand sozusagen würde da gegen sich wehren wollen, weil die Wohlfühlstimme funktioniert ja nach dem Motto, erst wenn jemand glücklicher geworden ist, wird er vielleicht seine Zigaretten auf dem Tisch liegen lassen. Oder erst wenn jemand glücklicher geworden ist, wird er seine Drogen, seinen Alkohol oder seine Medikamente liegen lassen. Also das heißt, niemand zerrt an dem Menschen und will ihm irgendwie seine Drogen wegnehmen, sondern der Arzt wählt nur die Strategie, wie kann ich den Menschen mit Glück und Liebe bombardieren. Love Bombing war mal so ein Stichwort einer Sekte sozusagen. Wie kann ich den Menschen mit so viel Lebensglück und Lebensfreude bombardieren, dass er dann einfach sein Suchtmittel vergisst? Und diesbezüglich einfach sozusagen in sich hineinzuhören, wie es einem geht, wenn doch niemand daran zerrt, ob dass ich meine Drogen aufgeben soll, dann ist das, glaube ich, nicht wichtig. Und sowieso müssen wir damit rechnen, dass in ganz Deutschland, wir haben in ganz Deutschland bei 83 Millionen Einwohnern ja nur 45 Millionen Menschen, die zur Wahl gehen. Und es werden sicherlich auch nicht mehr als 45 Millionen die Wohlfühlstimme abgeben. Ja? Also insofern Personen, die sowieso nicht zur Wahl gehen, die werden wahrscheinlich auch die Wohlfühlstimme nicht abgeben, aus Desinteresse an der Gesellschaft. Ja, aber ich hoffe, dass ich das nochmal deutlich machen konnte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen besonderen Widerstand gegen die Wohlfühlstimme geben könnte, weil sozusagen die Arbeitsweise der Hausarztteams zum Beispiel oder auch der Supermarktleiter heißt, die besteht ja nicht daraus, ich zerre an dir und will, dass du die Droge, dass ich dir die Droge wegnehme. Sondern es ist so, man versucht, die Menschen zu beschenken mit mehr Lebensqualität, Lebensfreude und Lebenslust. Und wenn sie dann von sich aus die Droge vergessen, ist es okay. Also insofern hat dann auch der Blick nach innen, wie fühle ich mich gerade, eigentlich ja nichts Bedrohliches und nichts Ängstigendes. Ja, ich eröffne die Runde. Also wer hat dazu vielleicht, wir haben ja das neue Verfahren, heißt ja Advocatus Diaboli. Wer hat Gegenargumente oder dann auch Gegenargumente und dann auch vielleicht einen neuen Themenbereich, über den wir heute sprechen können. Ja, ich reiche weiter. Wer mag? Herr Wagner, schon eine erste Eröffnung? Hallo? Hört man mich? Ja. Aber irgendwas piept, also wenn ich das höre. Müssen wir das erst richtig einstellen, so, oder soll ich das sagen? Ich versuch's gerade. Jetzt müsste es besser sein. Ja, also bei mir ist jetzt kein Störgeräusch mehr. Ja. Ja, also ich höre aus dem, was Sie, Herr Dillon, da gesagt haben, heraus, dass es mir eine echte Freude ist, hier in diesem Kreis, also auch mit Ihnen zu kooperieren und den Hintergrundleuten, die da mitwirken, weil das sind intelligente Ideen. Ideen von einer Qualität, wie man sie an anderer Stelle kaum hört. Also jetzt zum Beispiel über die 5%-Klausel irgendwie konstruktiv so nachzudenken,
wie man statt sie nur zu bekämpfen, sie durch intelligente Zusatzmaßnahmen entschärfen könnte. Das sind Sachen, die werden halt tauchen halt sonst nicht auf, weil diese Kreativität auch fehlt. Also insofern fühle ich mich da sehr wohl mit. Die Wohlfühlstimme so zu verstehen, dass man einfach eben wirklich auch ganz mit positiven Anreizen arbeitet, ohne den Leuten was aufzudrängen oder wegzunehmen, ist sicher auch die günstige Auffassung davon. Wobei ich sehe, dass es trotzdem nicht unbedingt leicht sein wird. Also es ist eine heikle Frage, sich zu überlegen, wie kann man denen, die jetzt im Moment in der Sucht so sind, dass sie auch denken, einfach ihr Glück hängt nur von mehr Geld ab und die sich nicht selbst auch tiefer erforschen wollen, was ihr Wohlbefinden oder ihr Glück eigentlich ist oder welche anderen Dimensionen es dann noch gibt. Wie kann man da hingehen, ohne dass die Leute an Widerständen scheitern und ihnen die Brücke bauen, dass sie sich gerne darauf einlassen? Also die Gefahr, das, was da auf den Tisch kommt, führt zu einer Art von Selbstbewusstsein oder Selbstwahrnehmung, die dann doch in Widerspruch steht zu diesen Willkürinteressen, oberflächlichen Willkürinteressen. Das ist ein ganz, ganz heikler Punkt. Und ja, also darüber so nachzudenken und klarzumachen, dass man die Menschen nicht dahin zwingen kann, sondern dass man etwas Attraktives sich ausdenken oder bieten muss, wodurch man ihnen den Weg oder die Brücke schlägt, das ist ein ganz wertvoller, eine ganz wertvolle Gedankenrichtung. Ja. Ich gebe weiter. Ja, da waren so ein paar Tonaussetzer drin, aber ich glaube, wir haben das meiste doch richtig verstanden. Ja, ich mache vielleicht, bevor Herr Eckenberger vielleicht dann sich meldet, noch einen Gedanken, den ich noch aus den letzten Tagen rausgewonnen habe. Weil eine Partei sagte auch mal, ja, wenn die Leute nur ein Volksentscheid-Wahlprogramm machen mit 5 Wahlvorschlagsalternativen sozusagen oder Gruppen von Vorschlägen, dann hat ja die Partei nicht mehr diese Bedeutung. Und dazu möchte ich nochmal sagen, das ist doch gerade das Elend der Parteien, Herr Wagner und Herr Eckenberger. Wenn man sich normalerweise zum Beispiel das Programm der Grünen durchliest oder der CDU oder der SPD, dann hat man doch als normaler Wähler immer das Problem, dass man vielleicht 5 Punkte ganz sympathisch findet und 15 Punkte eher weniger sympathisch. Und trotzdem muss man sich ja für eine Partei entscheiden. Und das ist dann so, dass man dann eigentlich immer eine Partei wählt, also wo ein paar Punkte ganz nett sind und der ganze Rest einem eigentlich gar nicht gefällt und trotzdem muss man sich ja für irgendwas entscheiden. Und das endet eben damit, wenn man ein Volksentscheid-Wahlprogramm hat, wo es 5 Vorschlagsalternativen gibt, und die Wähler dann konsensieren können. Und wenn eine Partei bedeutungsvoll sein will, dann soll sie eben nicht nur 5 Vorschlagsgruppen, zum Beispiel für 5 Varianten von Gesundheitsreformen, nicht nur sammeln, sondern eine davon kann sie ja auch selber erstellen, ein Konzept einer Gesundheitsreform. Ja, aber nur, und wenn man dann die verschiedenen Reformkonzepte in Gruppen zusammenfasst, dann haben trotzdem die WählerInnen die Möglichkeit dann, zwischen der Gesundheitsreform, die Partei vorschlägt, und 4 anderen Gruppen von Reformvorschlägen auszuwählen. Und dann können ja nochmal nachkonsensiert werden, sodass man dann den Gewinnervorschlag nochmal in 5 differenziert. Und dann kann vielleicht der endgültige Reformvorschlag gewählt werden. Also das ist doch eine praktikable Möglichkeit und dann hat die Partei durchaus eine gewisse Bedeutung, weil sie dann einen von 5 Vorschlägen ja selber entwickeln darf und kann und soll. Ja? Ja, aber denn das größte Dilemma der normalen Parteien empfinde ich, wenn ich mich zurückerinnere, immer als daran,
dass jede Partei nur ein paar sympathische Punkte hat und der Großteil immer eher nicht so interessant ist. Und man muss sich trotzdem immer zwischen verschiedenen Übeln an Parteien entscheiden. Und beim Volksentscheid Wahlprogramm kann man wirklich wählen dann. Ja? Man wählt die Partei, die einem da den besten Volksentscheid anbietet, mit den besten Qualität an Vorschlägen. Ja, und das ist eigentlich der eigentliche Wahlvorgang. Wie gut ist der Volksentscheid, den die Partei mir anbietet, und wie gut sind die Einzelreformvorschläge in dem Volksentscheid? Und wenn dies mir gefällt, dann wähle ich halt diese Partei. Und dann kann noch vielleicht der Satz dabei noch eine Rolle spielen, welche Experten für die Umsetzung der Reformen tatsächlich dann auch zur Verfügung stehen. Ja, so viel, aber das war alles, was ich jetzt aus den letzten Tagen noch an wichtigem Neues zu berichten hätte. Herr Eckenberger, kommt Ihnen dazu auch schon eine Idee oder irgendwas? Also nicht so richtig. Ich muss auch gleich los, aber ich bin wahnsinnig beeindruckt und fasziniert von dieser Idee, dass man sich aussuchen kann, an wen die Stimmen übergehen, falls die Partei es nicht wird. Hast du dir das selber ausgedacht, Dill? Ja, das ist jetzt, das habe ich so, vieles entsteht ja, wenn ich mal mit den Professoren telefoniere, aber das ist mir so ganz spontan jetzt selber gekommen, wobei ich mir dann überlegt habe, dass es einen Unterschied macht, ob die Stimme, wenn man unter 5% bleibt, einer bestimmten Partei zugerechnet wird. Das macht es schwieriger. Es besser ist, glaube ich, wenn sie von einer Partei abgezogen wird. Weil wenn man will, dass die Stimme an jemanden übergeht, dann will man vielleicht sogar, dass es an eine andere Kleinpartei geht, falls die auch über 5% gibt. Und dann wird es sehr kompliziert, weil dann wird es sehr kompliziert, weil das Ganze etwas kompliziert. Wenn man es aber so macht, dass man die Stimme abzieht von dem größten politischen Gegner, dass also die Partei nur sagt, was ist unser größter politischer Gegner, also zum Beispiel die CDU. Und dass die Stimme dann abgezogen wird, das macht die Sache einfach unkomplizierter. Weil man dann, und dadurch entsteht auch weniger so ein Kleinkrieg zwischen den Neuparteien und Kleinparteien, sondern es richtet sich an die große Partei. Und die große Partei weiß, aha, da gab es jetzt beim sonstigen Bereich diesmal 10%, und davon haben 8% sind da auf Kleinparteien entfallen, dem Wahlleiter gegenüber geäußert haben, dass sie die Stimme von der CDU abgezogen bekommen haben wollen. Und dadurch hat die CDU jetzt 8% weniger. Also wenn sie 30% gekriegt hat, hat sie dann nur noch 22. Und das, finde ich, ist ein guter Weg. Ja? Also genial, ich kann mir vorstellen, wenn es mit rechten Dingen zugeht, springen da mehrere Friedensnobelpreise raus oder so. Ich muss jetzt leider in die andere Sache gehen. Man könnte es ja vielleicht auch durch die moderne Rechenleistung doch ein bisschen komplizierter noch machen, dass man angeben kann, wenn die Partei, wenn meine zweite Wunschpartei es wird, dann wird das abgezogen. Oder wenn nicht meine Hauptgegnerpartei sich durchsetzt, dann von der Nebengegnerpartei, aber. Das ergibt sich bestimmt noch. Ich danke schon mal herzlich. Vielleicht habe ich danach noch Zeit reinzukommen, je nachdem, wie lange unsere beiden Alternativen gehen. Ich wünsche einen schönen Abend sonst und bis bald. Ich glaube, morgen ist wieder was, oder? Morgen ist doch wieder beim Herrn Wagner Ach die so, da, Runde. sowieso. Okay, klar. Genau. Genau, dann sehen wir uns da. Ich muss jetzt eilen. Alles Gute, bis dann, ne? Tschüssi, bis dann. Ciao. Ja, Herr Wagner, was sagen Sie der Grundüberlegung der Parteineugestaltung, weil das ist ja auch so ein bisschen immer die Frage, dass ein Grundkonzept für Fragparteien im Allgemeinen sozusagen, daran noch so ein bisschen rumzutüfteln. Ja, bin ich wieder hörbar? Ja. Super. Also ich glaube, wir haben allerhand faszinierende Einzelelemente, die schon, wenn man drauf schaut, beeindrucken können. Was die Volksentscheidstruktur angeht, so glaube ich, dass das ein Element ist, was aber schon einen starken kollektiven Entscheidungsprozess voraussetzt. Also auch über Einzelfragen. Ich glaube, dass wenn wir da mit dem Freie-Argumente-Kultur-Ansatz arbeiten,
und die Menschen erstmal über die Rahmenstrukturen, also auch zum Beispiel, in welcher Reichweite werden dann überhaupt gemeinsame Entscheidungen zu fällen sein. Also wenn man über diese Rahmenstrukturen gründlich dann gemeinsam nachdenkt, dann wird Basisdemokratie auch in dem Sinne herauskommen, dass viele Einzelpunkte, wo Sie gesagt haben, dass im Moment man bei den Parteien dann auf einiges trifft, was einem passt und anderes nicht, aber man wird erstmal ja auch klären, welche Entscheidungen sind überhaupt für alle und als Dauerbestandteil klärungsnotwendig und was kann man offen lassen, um es kleinen Basisgruppen und ihrer verschiedenen Gestaltung zu überlassen. Also ich glaube, dass dieser Prozess dazu führen wird, dass eigentlich eine freie Argumentekulturpartei leichten Herzens gewählt werden kann, weil sie eben sagt, wir legen den Leuten nicht willkürlich was auf im Widerspruch zur Argumentequalität und dann lassen wir erstmal so viel wie möglich in den kleinen Basisgruppen entscheiden und das Überregionale, also ich denke, es wird herauskommen, dass die schönste Form ist, Konsensentscheidungen dann zur Basis zu machen und Konsenssprecherräte zu bilden, also eine Konsensräterepublik. Und das bedeutet, dass man ganz wenig vorgegebene Punkte oder für alle oder überregional vorgegebene Punkte überhaupt braucht, sondern man hat in erster Linie diesen Ansatz, wir erforschen das so gemeinsam, in gemeinsamer Suche nach der besten Argumentequalität und dass wir uns einigen, ohne eben Leute zu vereinnahmen für etwas, was sie nicht wollen. Und das wird aber einer schönen, von unten her wachsenden Kultur führen können, worin die Volksentscheid- oder Wahlentscheidprozesse gute Meinungsbildungsfaktoren auch sind. Ja, ich erinnere mich gerade daran, dass ich auch versucht habe, dem einen oder anderen... So wieder etwas besser? Ja, da war das Mikrofon von dem Telefon ein bisschen verrutscht, ja. Jetzt müsste es Augenblick. So könnte es noch besser sein. Etwas besser jedenfalls, ja. Ja, also ich erinnere mich daran, dass ich selbst auch versucht habe, den Kommunen klarzumachen, den Projekten klarzumachen, dass das Augenblick, eine Sekunde, ich probiere mal hier, vielleicht muss es doch so rum. So, jetzt gucken wir mal. Wie ist es denn jetzt? Ist es etwas besser geworden? Ja, denn lauter kann ich jetzt nicht machen, sonst pfeift es uns wieder los, ne? Ja, und das Problem mit den Kommunen ist halt einfach folgende gewesen, dass es den Leuten schwer gefallen ist, zu verstehen, dass es nicht reicht, irgendwie Bio anbauen zu wollen, sondern dass in dem Moment, wo man sein eigenes Biogemüse anderen Leuten verkauft, dass da schon der Rahmen nötig ist, dass man zum Beispiel dieses Belohnungsprinzip, je gesünder die Kunden, desto mehr Belohnung, dass das da schon eingeschaltet sein muss, weil die Fehlentwicklung, dass also sozusagen das, was wir heute haben, dass im Supermarkt weitgehend giftige chemische Nahrungsprodukte vorliegen, die langfristig mehr oder weniger große Gesundheitsschäden machen, das fängt an im ganz kleinen Bereich, nämlich in dem Moment, wo jemand ein bestimmtes Gemüse anbaut und den größten Teil davon nach außen hin verkauft,
In dem Moment wird für ihn das Geschäft damit wichtiger als die Frage, ob es für ihn selber gesund ist. Und ganz schlimm wird es natürlich, wenn jemand produziert und alles nach außen hin verkauft, weil dann ist es ihm völlig egal, ob das giftig ist oder gespritzt ist oder mit Glyphosat verseucht ist. Es gibt jetzt gerade eine neue Sendung von Arte, wo nochmal aufgezeigt wurde, dass wir alle quasi bis oben hin voll sind mit Glyphosat. Und das steht ja immerhin unter dem Verdacht, krebsbegünstigend eventuell zu sein, ne? Und was ich damit sagen will, ist, dass man auch schon in die Verfassung der Kommunen, eines Kommunenprojektes, schon von Anfang an ja quasi reinschreiben muss, sobald Tauschhandel in irgendeiner Form betrieben werden sollte und es nicht bei dem kommuneninternen Schenken bleibt, in dem Moment muss man schon ein Belohnungssystem machen. Denn die Bonobos kommen ja nur deswegen so gut klar, weil sie eigentlich in erster Linie Kommunen intern beschenken und dann bei den Festen, bei den Nachbargruppen, bei den Besuchen der Nachbargruppen, weil das alles sozusagen so sehr im Schenkbereich ist, dass. Ja, dann versuche ich jetzt doch noch mal ein bisschen lauter zu drehen hier. Ist jetzt etwas lauter geworden? Ja. Gut. Dann muss ein Belohnungssystem. Ja. Genau. Wenn das reine Schenken nach dem Prinzip, ich liebe meine Kommune und schenke meinen Geliebten, als Mann zum Beispiel, ich schenke meinen geliebten Frauen und Kindern der Kommune, schenke ich alles, was ich finde. Solange ist kein Problem, weil man schenkt ja quasi seinen eigenen Genen in den Kindern natürlich immer gesunde Nahrung. Also da entsteht kein Konflikt sozusagen. Der Konflikt entsteht sofort, wenn irgendwie nach außen hin zu Fremden getauscht wird. Weil dann ist wieder die große Frage, hat der Mensch das umfassende Verantwortungsbewusstsein oder ist es so, wie es heute im Supermarkt geschieht, dass den Mitarbeitern des Supermarktes und den Herstellern der Einzelprodukte und den Zulieferern aus der Agrarindustrie und aus der Landwirtschaft letztendlich völlig egal ist, was aus den Kunden wird. Hauptsache, das Geschäft brummt. Ne? Und dieser Punkt, der fängt schon in der kleinen Kommune an, dass es da schon geht, wenn ich erkenne, dass es aus dem Schenkprozess innerhalb der Kommune und aus den liebevollen Geschenkprozessen bei den Besuchen der Nachbarn, Frau Dr. Göttner-Abendroth hatte das ja geschildert, wie bei den matriarchalen Kommunen sozusagen dann auch Besuche stattfinden und dann geschenkt wird und so weiter, ja. Aber sobald irgendwo ein Geschäft wird, ein Geschäft mit Fremden entsteht, da ist dann das Problem. Ist dann genügend Verantwortungsbewusstsein da oder versagt dann dieses Verantwortungsbewusstsein und es wird ein rücksichtsloses Geschäft auf Kosten der Belieferten? Und genau da braucht es, ab der Sekunde braucht es die positiven Anreize. Weil sonst die gesamte Negativentwicklung der letzten 400.000 Jahre, die wir jetzt haben, quasi wieder neu gestartet würde. Ja? Dazu zwei Punkte sagen. Ja? Okay. Ja? Also das eine ist, das Argument besteht ja in hohem Grade auch darin, dass wenn die Verbundenheit unter den Menschen nicht da ist, das Ausnutzungsinteresse schon durchschlagen kann. Und das, glaube ich, ist korrekt. Und das erfordert tatsächlich, wenn man jetzt solche Entscheidungsprozesse hat wie heute in einer Gesamtbevölkerung, die nicht in Konsenskommunen aufgeteilt ist und daraus erwächst, dann erfordert das recht geschickte Einflussprozesse und Belohnungssysteme, um, ich sag mal, das noch relativ gut zu gestalten oder die Schäden gering zu halten.
Das, denke ich, ist eben auch eine ganz wertvolle Schiene. Auf der anderen Seite ist aus meiner Sicht ja das Faszinierende an einer Gesellschaft, die aus freier Argumentekultur entstehen wird, dass sie die andere Schiene, also diese Konsensräterepublik aus Basiskommunen heraus, dass sie als erstes in der Geschichte diese Schiene nicht bekämpfen wird und nicht versuchen wird zu unterdrücken. Das heißt, während wir in den gesamtgesellschaftlichen Entscheidungsprozessen, wie sie heute in dem Rahmen auch geschehen, mit solchen geschickten, ich nenne es mal Zwischentechniken, arbeiten werden, kommt aber bei der freien Argumentekultur heraus, dass diese, ich sage jetzt mal, organisch verwurzelte Schenker-Kommunen-Idee, die wird in ihrem Wachstum zugelassen. Und das reicht schon in meinen Augen, dass dann nicht eben gesamtgesellschaftliche Entscheidungsprozesse da sind, die das wieder unterdrücken, mitunter sozusagen in einen Kamm scheren wollen, sondern dass man das als Experimente, wie gut das den Menschen tut und was dafür von unten wachsende Konsensentscheidungsformen aus reiner Verbundenheit, also ob jetzt Liebesverbundenheit oder dieser geistigen Verbundenheit, dass man gemeinsam das im Ganzen Sinnvolle als höchstes Ziel will, also ob man das ozeanisches Einheitsbewusstsein oder Spirit Identification Level nennt, wie auch immer, aber es ist die Fähigkeit der Menschen, mit Blick auf den Sinn im Ganzen und für alle, das dann zu tun, und aus dieser Art von Verbundenheit heraus auch voll motiviert zu sein. Und ich glaube, wenn diese Schiene neben der anderen Schiene, also den Versuchen in der Gesamtgesellschaft schon möglichst positiv oder schadensreduzierend zu wirken, wenn diese Schiene wachsen gelassen wird, dann ist zu hoffen, dass die Qualität, die sie aus meiner Sicht sowieso in sich hat, nämlich dass das das Erfüllendste für den Menschen ist, dass das dann auch ausreichend attraktiv werden könnte. Ja, und die Naturwissenschaft lehrt uns sozusagen mit Professor Franz de Waal und all den anderen, lehrt uns, dass es vielleicht eben viel Körperkontakt und viel Zärtlichkeit, viel Massage und Zärtlichkeit hergekommen aus der Fellpflege, aus der Affenfellpflege und auch körperliche Liebe und Sexualität, dass es die Sache leichter macht, weil dann dieses Liebesgefühl eben begünstigt wird noch und dadurch auch dieses Nicht-Schädigen der anderen ganz dominant wird. Ja, je größer das Liebesgefühl, desto geringer die Tendenz oder Gefahr, dass jemand ins Schädigen abrutscht, ja. Und insofern kann man sagen, Verantwortungsbewusstsein und Verantwortungsgefühl ist eine mögliche Schiene. Und viel Körperkontakt erzeugt auch nochmal Liebesgefühle. Und die beiden zusammen sorgen dafür, dass die Schädigung nicht stattfindet. Und wie gesagt, sobald es in die Beziehung zu relativ weit außenstehenden Personen geht, also eine Handelsbeziehung, eine Fernhandelsbeziehung und Fernhandel, ein Professor behauptet ja steif und fest, dass vor 300.000 Jahren schon der Fernhandel erfunden worden sei. Das deckt sich mit meinen Konzepten auch schon sehr gut, weil wir sozusagen sowieso schon immer die Grundüberlegung hatten, dass eigentlich Homo sapiens eigentlich der falsche Name ist. Denn eigentlich ist der Unterschied zwischen Homo erectus und Homo sapiens, dass Homo sapiens der Homo mercator ist oder mercantilis. Also das Tier, philosophisch gesprochen, dass der Mensch ist das Tier, das Handel treibt, ne? Und dieser Fernhandel, und wenn der dann tatsächlich schon vor 300.000 Jahren begonnen hat, und da ordnet man ja, also vor 300.000 Jahren sagt man, ist die Wende von Homo erectus zu Homo sapiens sozusagen anzusiedeln. Ja, und da kann man dann eben, wie gesagt, sagen, sobald mit Fremden ist sozusagen, dann braucht es entweder ein sehr starkes Verantwortungsbewusstsein, aber da die Wettbewerbsbedingungen dann sozusagen quasi immer die Versuchung darstellen, hoppla, wenn du dich zu sehr
an deinem Verantwortungsbewusstsein orientierst, verlierst du eventuell im Marktwettbewerb gegen die anderen, die kein Verantwortungsbewusstsein haben. Und dadurch entsteht so ein Trend in Richtung, missachte das Verantwortungsbewusstsein und denke darüber einfach nicht tiefer nach. Und dann fühle ich mich halt sicherer als naturwissenschaftlicher Denker, wenn ich dann starke positive Anreize habe, die dann bedeuten, dass verantwortungsloses Handeln einfach finanziell nicht mehr belohnt wird, sondern finanziell eher zu Nachteilen führt, weil es die positiven Verdienstzuschüsse zum Beispiel nur für voll verantwortungsvolles Handeln gibt. Ja? Ja, ich war soweit fertig. Ja, war das soweit verständlich? Lautstärktechnisch muss ich genau hinhören, aber geht soweit. Ich glaube, man kann das so auf eine Formel auch bringen. Man könnte sagen, da wo bei der Fremdheit von Menschen die geistige Verbundenheit nicht mehr reicht, um sie als gleichwertig sinnvoll dann zu behandeln, da ist es so, dass wir irgendwelche Techniken brauchen, auch mit positiven Anreizen, die das abpuffern, in der Hoffnung, dass irgendwann diese geistige Reife der Menschen so ist, dass sie nicht mehr die nahe Wohnenden gegenüber den Fremden bevorteilen, sondern wirklich alle, wie in den Menschenrechten steht, als frei und gleich an Würde und Rechten geboren, mit Vernunft und Gewissen begabt und geschwisterlich zu behandeln einstufen kann. Ja, genau. Und wie gesagt, was die Naturwissenschaftler halt uns zu bedenken geben, ist ja einfach auch nur der Gedanke dieses Wettbewerbsdruckes. Ja, das heißt also, nehmen wir mal an, wir haben jemanden, der betreibt Fernhandel und handelt voll verantwortungsbewusst. Das heißt, er stellt das Gemüse, das er anderen verkauft, genauso gesund her, wie er es für sich selber haben möchte, nämlich völlig gesund, giftstofffrei, ja? Aber jetzt passiert Folgendes, dass die Konkurrenten, die verantwortungslos handeln, einen Marktvorteil dann haben. Je skrupelloser sie handeln, desto größer wird der Marktvorsprung. Und da sagen die Evolutionsbiologen halt, ja hoppla, was ist dann? Dann geraten quasi die Guten, geraten unter den Druck. Das ist ja auch, was Christian Felber von der Gemeinwohlökonomie sagt, dass quasi die Guten unter den Druck geraten im jetzigen Wirtschaftssystem und die, die skrupellos handeln, eigentlich es gibt so einen Satz, der Ehrliche ist der Dumme. Sozusagen. Also der Verantwortungsbewusste ist eher der Marktverlierer und die Skrupellosen sind die Marktgewinner. Und da sagt die Evolutionsbiologie, das ist eben der Grund, warum man dann sagt, ja okay, deswegen brauchen wir eben diese starken positiven Anreize, damit es genau umgedreht wird. Und das hat auch Christian Felber bei der Gemeinwohlökonomie erkannt, dass er gesagt hat, wir müssen das umdrehen. Wir müssen denen einen Vorsprung geben, die verantwortungsvoll handeln, um das auszugleichen, was wir bisher hatten. Ne? Wir müssen es umdrehen. Die Verantwortungsvollen, diejenigen, die Gutes tun, das ist ja unser Kernsatz sozusagen auch, Gutes tun durch starke positive Anreize belohnen, damit auch erst gar nicht eine Evolution in Richtung vorteilbringende Irrtümer, also manipulative vorteilbringende Irrtümer, überhaupt entstehen kann. Ja, denn gerade dieser Punkt, dass die Sexualität so stark unterdrückt wird in unserer Kultur, ich habe das heute noch mal mir klar gemacht, noch mal richtig, dass wir ja wirklich seit Jahren begegnen mir immer wieder Studien, wo festgestellt wird, dass zwar immer lockerer über Sexualität gesprochen wird, aber die Zahl der tatsächlichen und befriedigenden sexuellen Akte Stück für Stück zurückgeht, seit Jahrzehnten. Ja? Und gerade heute habe ich ein Video gesehen, das werde ich auch irgendwo noch mal vielleicht mal irgendwann mitschicken. Einsamkeit.
Einsamkeit bei jungen Menschen. Ja, junge Menschen leiden heute oft schon unter Einsamkeit, weil eben, Mensch, wir sind durch die vorteilbringenden Irrtümer so manipuliert worden, dass die Menschen sich besser streiten können, als dass sie sich vertragen können. Ja, und dadurch sind auch viele junge Leute einsam. Da haben viele junge Leute in den Studien auch angegeben, dass sie gar keinen Freund mehr haben, überhaupt keine Freunde mehr haben, ja, weil alle sich immer so aggressiv begegnen, dass man sich dann lieber zurückzieht und in Sicherheit bewegt und dann eben auch die Liebe mangelt und auch die Liebesbeziehungen, ja, es wird zwar vielleicht frei geredet darüber, aber es findet sehr wenig statt. Und dass diese Einsamkeit, Professor Manfred Spitzer hatte ja das Buch geschrieben, wo er quasi ja angedeutet hat, dass Einsamkeit die eigentliche zentrale Todesursache hinter allem ist. Ja? Was sagen wir immer? Das jetzige Wirtschaftssystem erzeugt den einsamen, kaufsüchtigen Single. Und die Einsamkeit führt zu viel Alkohol, zu viel Zigaretten, zu viel Süßigkeiten, zu viel Medikamente, zu viel Drogen und so weiter und ist damit eigentlich die zentrale Todesursache hinter allem. Ja? Ja. Ich gebe weiter. Ja, das ist ein Phänomen, was zutreffend ist. Also auch die Zahl der Sexualkontakte. Ich habe letztens mal von einer Studie gelesen, die zum Ergebnis gekommen ist, dass da die Art der Kontakte unter Menschen immer mehr entfremdet ist und dass viele sich nicht mehr so nahe kommen können. Also wegen dieser Versingelung, Verinselung und ja, den Filterblasen, in denen man sich selbst bewegt und dass man nicht an sich arbeiten will, um sich sozial noch fähig oder ja, harmonisierbar zu machen, sondern man kommt sehr in die Haltung, ich bin so, wie ich bin, und entweder man nimmt mich so, ohne dass ich an mir arbeite, oder es passt halt nicht. Und dann passt halt immer weniger. Und ja, und ich glaube auch das, was Sie zuvor gesagt haben, je fremder die Menschen sich werden, je geringer die Verbundenheit, desto mehr ist da ja auch die Einstellung dann. Dann brauche ich auch keine Skrupel haben. Ich versuche, meinen Vorteil rauszuziehen. Und der andere, was juckt es mich, wenn es ihm irgendwie schlechter dabei geht? Ich spüre ja nicht die Verbundenheit. Und dass man dagegen steuern muss, dieses der Ehrliche, der Dumme, der Liebevolle ist der Ehrliche, der Rücksichtsvolle, der Liebevolle ist der Dumme. Das ist das, was ja sehr stark einerseits sowieso bei uns im menschlichen Sozialleben eine Gefahr ist. Und was durch den Markt und Kapitalismus noch extrem hochgepusht wurde. Und ich sehe es auch so, dass da, also so wie die freie Argumentekultur es basisdemokratisch wieder an den Einzelnen zurückgibt, sich zu überlegen, inwiefern ist meine freie Selbst- und Mitbestimmung die tiefste Wurzel meines Glücks, ist dann die Wohlfühlstimme im sonstigen Bereich, auch ökonomischer Interessen und Bedürfnisse, die basisdemokratische Variante. Gemeinwohlökonomie wie von Felber sagt auch schon, wir dürfen das nicht frei laufen lassen. Von wegen der Skrupellose hat die größten Profite. Und es muss steuernd in die Gegenrichtung auch gehandelt werden, dann auch durch Zusammenwirken von Staat und Unternehmen. Und das bringt die Wohlfühlstimme halt runter, ganz basisdemokratisch, auf die Regulierungsfähigkeit durch die einzelnen Individuen, die halt eben dann beurteilungsfähig und steuerungsfähig werden für diese Abläufe, dass immer mehr der Ehrliche, der Gute, der Liebevolle, der nützlich Produzierende, der ist, der die Vorteile hat und nicht der Profit macht durch Schäden. Ja, und genau genommen, also entscheidend finde ich diesen Gedanken, je mehr die Menschen vereinsamen und ihren eigenen Weg gehen und je mehr sie dann sich daran gewöhnen, das Leben ist, konsumsüchtig zu sein ohne Menschen. Also quasi Geld machen, egal wie. Egal, wer dabei über die Klinge springt. Und mit dem Geld kaufe ich mir meinen Konsum. Meine Konsumsucht befriedige ich mir mit dem Geld. Und Menschen spielen eigentlich kaum noch eine Rolle. Das ist genau das Gegenteil zum urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus. Ja? Das ist genau der Gegenpol. Und das ist das Endziel des kapitalistischen Systems, weil
der Mensch keinerlei Glück mehr aus dem Kontakt mit anderen Menschen erfährt, sondern sein Glück nur noch durchs Einkaufen erfährt. Immer nur, also ist nur noch, alles Glück ist nur noch über Kaufen möglich. Und dann hat der Kapitalismus sein Ziel erreicht. Es gibt keine Glücksquelle mehr, außer man geht in irgendwo hin und kauft was. Ne? Und genauso so sind dann eben diese Neuparteien auch, ja, dass sie eben gefährdet sind, dass sie denken, die Geldfrage sei das Einzige, was wichtig sei. Also Geld alleine mache glücklich und deswegen müsse man Politik. Bei Politik könnte man die Frage nach dem Glück und dem Wohlfühlen völlig vernachlässigen, weil glücklich macht sowieso nur, ob jemand ein paar Euro mehr kriegt oder ein paar Euro weniger. Ne? Weil es geht ja nur noch um das Kaufen auch. Und dass die Parteien auch schon, die Neuparteien dann auch schon so begrenzt sind in ihren Möglichkeiten. Ja, das führt für mich halt auch zu der Schlüsselfrage. Ja, schaffen wir es? Ja, also die Frage ist, ja, zum Beispiel, man hat jetzt nie wieder was gehört, trotz 4 Stunden toller Telefonate von der Partei, wie hieß sie nochmal, ja, Bündnis 21, die Pinken, hat man nie wieder was gehört. Dann hat man von Österreich, die Basis Österreich, nie wieder was gehört, obwohl die bestimmt jetzt 5, 6, 7 Mails von mir bekommen haben und auch zu den Talkshows sind sie ja auch nicht mehr erschienen. Ja, also einerseits begeisterte Kommentare zu unserer also freie Argumente, kulturorientierten, basisdemokratischen Demokratisierungskette, die ja jetzt auf 6 Kettenglieder erweitert ist mit dieser 5%-Hürdenlösung der neuen. Und ja, da ist einfach irgendwo, sind die Menschen leider, das Ganze ist scheinbar so komplex, dass die Menschen lieber bei der Einfachheit bleiben, dass sie, was weiß ich, einfach so weitermachen, ein bisschen anthroposophische Grundorientierung, was ja in der Basis eine große Rolle spielt. Und das wird schon richten. Und ich rechne fest damit, dass die Basis bei in Sachsen-Anhalt vielleicht nochmal 0,5% bekommt und dann quasi schon Geschichte ist. Ne? Denn gerade Sachsen-Anhalt ist. Denn gerade Sachsen-Anhalt. Öffnet für echte Alternativen, die anzuschauen. Und die Tendenz ist natürlich verheerend, denn der Mensch, der willkürlich abkonsumiert das Leben anderer Menschen, ist natürlich jemand, mit dem man immer weniger sich wohlfühlt und wo auch dann immer weniger natürlich die Menschen sich nahe kommen wollen, auch keine Liebesbeziehungen mehr eingehen, weil der Konsumegoist ist nicht besonders attraktiv fürs enge Zusammensein. Ja, und deswegen ist das auch für mich so. Jetzt, ich habe ja so das so verstanden, dass auch in dem einen Projekt jetzt sozusagen da eher man sich da auch wieder auseinandersetzt, ohne sich mit Konfliktlösungsmethoden zusammenzusetzen. Ja, und unser Konzept lautet ja so, dass sich vertragen können eben mit Verträgen zu tun hat, also mit klaren Vereinbarungen und deren Einhaltung sehr viel zu tun hat. Und scheint so zu sein, dass man eben lieber die Konfliktlösungsmethoden, also ich würde sagen, eigentlich ein Projekt, ein Kommunenprojekt, müsste eigentlich von der ersten Sekunde an regelmäßig mit der mit den Konfliktlösungstechniken, also mit der Friedensagentur heißt es, glaube ich, gell, arbeiten, weil sonst wieder die entscheidende Entscheidung still und leise fällt, nämlich, ach nee, wir verstehen uns halt nicht und irgendwie, ach lassen wir es doch sein. Dann geht man jeder seine eigenen Wege, weil man muss es quasi institutionalisieren. Das ist einfach, ab der ersten Sekunde des Kommunenprojektes ist es wie in den 12-Schritte-Kliniken, die ich ja damals kennengelernt habe, eben so, dass im Forum
dieses Bring's vor die Gemeinde, diese Konfliktbesprechungsgeschichten fest etabliert sind. Ja? Sodass es einfach ständig zum Standardgrill gibt. Also sozusagen, alle hören in sich hinein und fragen sich, gibt es irgendwo eine leise Unstimmigkeit, irgendeinen Stolperstein, irgendwas, was abweicht von dem umfassend sich wohlfühlen in der Gemeinschaft. Und das muss dann auf den Tisch gebracht werden. Natürlich kann man das auch schon vorher versuchen, dass man das im Zweiergespräch macht, im Dreiergespräch, ja, so. Aber zumindest, wenn alles nicht hilft, muss es ja dann einfach im Gesamtforum direkt Bring's vor die Gemeinde sozusagen besprochen werden. Und das muss wohl fest etabliert werden. Denn wenn es nicht fest etabliert ist, dann drücken sich die Leute davor und dann geht es wieder auseinander. Und man hat eigentlich nie daran gearbeitet, dass nämlich einer der entscheidenden vorteilbringenden Irrtümer unserer Kultur ist, der vorteilbringende Irrtum, wenn irgendeine Unstimmigkeit ist, dann braucht man gar nicht zu reden, denn ich habe immer Recht und der andere hat immer Unrecht. Und dann, wie gesagt, dann geht man halt seiner Wege und am Ende sind alle allein. Ne? An sich zu arbeiten, es ist unangenehm, die andere Meinung zu hören, es ist unangenehm, sich harmonisierbar zu machen für die anderen Menschen. Also versteife ich mich immer mehr in meiner Sturheit, meinem eigenen Film und werde dadurch immer sozialunfähiger. Genau das sind die Fehlmechanismen, weshalb ich tatsächlich ja denke, dass freie Argumentekultur neben einem freien Argumenteforum dann als totale Schlüsselagentur die Friedensagentur haben muss, ja. Genau, die Friedensagentur muss absolut fest verankert sein bei jedem Projekt und ja, und genau das Gegenteil findet überall statt. Und jetzt sind wir halt an der Frage, so haben wir noch Ideen, wie, also ich habe den Eindruck, dass die Frau Mesli einfach recht hat, ja, dass die Frau Mesli sagt einfach, sie erkennt nicht, wie das irgendjemand packen kann, weil der Weg raus aus diesem teuflischen kapitalistischen verfahrenen System, der ist so komplex und so kompliziert und man muss so viel Dinge bedenken, dass die Leute das nicht packen. Und den großen Sprung gleich in die Kommune zu ziehen, den packen die Leute auch nicht. Ne? Weil ob der wäre ja theoretisch erstmal sogar noch einfacher. Ne? Das wäre ja, das wäre ja sozusagen, die Politik ist ja viel komplizierter als eigentlich der Sprung in die Kommunenexperimente. Aber das Problem ist, dass natürlich die Leute wie ich es ja früher genannt habe, ihre erworbene Gemeinschaftsunfähigkeit ja mit in die Kommunen mitnehmen. Und wenn dann eben nicht da total systematisch gearbeitet wird, sofort mit Friedensagentur und jeden Tag diese Frage, ist irgendwo was ungeklärt, ist irgendwo etwas, mal eine Minute in sich reinspüren, ist irgendwo etwas, eine kleine leise Unstimmigkeit, dann muss die sofort bearbeitet werden, bevor aus der kleinen Unstimmigkeit eine große wird. Ne? Und ja, denn die Leute, wie gesagt, ich habe das erlebt in den Kommunen, da hat zum Beispiel, da war eine Frau, die musste wegfahren und die hat dann unterstellt, dass eine andere Frau sich verantwortlich fühlen sollte dafür, dass die sündhaft teuren Bio, super Bio, hochwertigsten, leckeren Pfirsiche, dass die nicht verfaulen oder kaputt gehen, sondern rechtzeitig verzehrt werden, ne? Und das ist aber nicht geschehen. Ja, eben weil die eine Person, die verreist ist, einfach den Fehler gemacht hat, nicht zu sagen, bitte, ich verreise jetzt, kannst du die Aufgabe übernehmen, immer nach den Pfirsichen zu gucken? Ne? Und stattdessen hat man sich bis aufs Blut bekriegt, also angefeindet deswegen, ja? Weil man nicht erkennen konnte, ja hoppla, alles ist eine Sache der Vereinbarung und des Vertrages. Und wenn die Person, die erst zuständig war für die Pfirsiche, verreist, dann ist es eben nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, dass der andere sofort daran denkt,
sondern dass man dann einfach sagt, ich übergebe, kann ich dir den Stab übergeben, dass du dich um die Pfirsiche verkümmerst, um die sündhaft teuren super Bio-Pfirsiche kümmerst. Und dann wird eine Vereinbarung getroffen, also ein Vertrag geschlossen, und dann verträgt man sich auch. Ja? Und dann kann man sich immer noch beschweren, aha, du hast doch die Verpflichtung übernommen, dich um die Pfirsiche zu kümmern, warum ist jetzt die Hälfte verschimmelt? Ne? Aber dann hat man auch eine konkrete Basis sozusagen. Ja, und meine Sch Also das Anfangen mit den Konflikten untereinander ist ganz entscheidend, weil, also wenn ich das im Bild ausdrücken möchte, dann sage ich immer, wenn wir dann loslaufen, um die großen Probleme der Welt zu lösen und fangen nicht mit unseren Konflikten auch untereinander an, dann werden wir alle paar Meter stürzen, weil wir losrennen mit verhakten Schnürsenkeln sozusagen, die uns dann immer wieder zu Fall bringen. Und ich glaube, dass es eben wirklich so ist auch, dass diese Klarheit der Kommunikationsgrundlagen, also es geht im Grunde ja um eine Bewusstseins- und Kommunikationsrevolution, und da gehört diese Klarheit mit zu, das, was Sie Verträge auch nennen, oder klare Verträge. Wir haben dabei diesen Methoden von Schenker-Bewegung in den letzten 30 Jahren, haben wir ebenso, also als Werkzeug oder als Prinzipien, könnte man sagen, von Friedensagentur, haben wir so vier Prinzipien aufgezählt, von denen wir denken, dass die im Zusammenspiel sehr Gutes bewirken können dann. Das ist als erstes ein Mensch, ein Wort. Das meint diese Verlässlichkeit, klare Absprachen auch miteinander, ob man es jetzt Vertrag nennt oder auch nicht. Wenn man Vertrag mit Vertrag in Verbindung setzt, dann passt das Wort ja sehr schön. Das zweite Prinzip ist, Vernunft beziehungsweise Argumente zählen, womit wir Gemeinwohlargumente dann auch meinen, also das, was für alle gut ist, ist der Leitmaßstab. Das dritte ist keine Kritik hinterm Rücken, sondern gerade bei Problemen und Konflikten offene Kommunikation. Und das vierte ist eben, dass, wenn man dann Konflikte hat, dass man diese besten Methoden der Konfliktbearbeitung anzuwenden bereit ist, wie es von der Bibel bis zur modernen Friedens- und Konfliktforschung eigentlich ja übereinstimmend auch gesehen wird. Wenn zwei es nicht miteinander schaffen, brauchen sie Konflikthelfer. Den Kreis der Konflikthelfer erweitert man, bis es vor die Gesamtgemeinschaft kommt. Dann muss man schauen, ob es noch zusammen geht oder ob man sich in größtmöglicher Harmonie aufteilen kann oder, nennen wir es mal, wenn es ganz organisch läuft, Zellteilung durchführen kann. Aber das sollte eben nur die Notlösung sein, denn wie gesagt, Spaltung liegt immer nahe, aber eben das Ziel sollte halt eben schon sein. Ja, es gibt viele Paartherapeuten, die arbeiten oft darauf hin, dass am Ende die Leute sich trennen und dann sind sie wieder einsam und dann brauchen sie den Psychotherapeuten lebenslang, weil sie sonst keinen Gesprächspartner mehr haben. Und dann funktioniert das Geschäft auch wieder. Nee, das Ziel muss natürlich sein, dass man wieder harmonisch kooperiert, also dass man wieder sich verträgt. Ja? Dass man bei unserer Mediationstechnik ist ja so, dass am Ende wieder ein neuer Vertrag geschlossen wird und dann man also mit diesem neuen Vertrag und dieser neuen Vereinbarung wieder liebevoll miteinander weiterleben kann. Ja, ohne sich trennen zu müssen, weil das ist eigentlich so, mein Grundgedanke ist eigentlich sozusagen so ein Bonobo-Schenker-Kommunismus, ja. Da lieben sich alle lebenslang. Da gibt es nicht Trennung oder Scheidung oder sowas. Nein, man lebt miteinander liebevoll, man hat keine Beschränkungen des Liebeslebens und ist miteinander in Liebe lebenslang. Also alle Liebesbeziehungen sind eigentlich lebenslänglich dann. Ja? Das ist der Naturzustand sozusagen. Und dieses heiraten, Scheidung und immer wieder Leid und so weiter und immer wieder Tränen und so weiter, das ist eigentlich der Weg, wie unser kapitalistisches, unser Raubtierkapitalismus unser Leben zerstört und wir dann durch diesen Liebeskummer besonders anfällig werden für Suchtkonsum, für Kaufsucht und Shoppingsucht und Alkohol und Zigaretten und Süßigkeitensucht und was auch immer, ne? Ja, aber jetzt wie. Kann man
man ja auch sehen. Also ich glaube auch, dass die Trennung, und ich meine, Zellteilung kann natürlich auch was Positives oder Harmonisches sein, allein wenn eine Gruppe zu groß wird, so, dass man quasi diese Zellteilung dann durchführt. Das kann ja in völliger Harmonie, Friedlichkeit und Verbundenheit geschehen. Aber ich glaube, was die negative Spaltung und Trennung angeht, das ist wirklich eine Frage, wie weit die Bewusstheit und Arbeitsbereitschaft existiert. Und wenn diese Prinzipien, die ich eben aufgezählt habe, von gewaltfreier Kommunikations- und Konfliktkultur, wie wir das nennen, wenn man die anwendet, bin ich auch fest davon überzeugt, dass man 95-98% aller Konflikte lösen kann, die allermeisten sogar ohne große Probleme. Ja, und es gibt ja den Hinweis, dass es sein könnte, dass ab einer Gruppengröße von 120 eigentlich dann sozusagen diese Zellteilung sinnvoll ist, weil der Mensch wohl genetisch ein gutes Repertoire hat, mit 120 Individuen in einer Gruppe klarkommen zu können, aber nicht mit mehr sozusagen. Hallo. Ja. Und dann vielleicht jetzt. Hallo, ich bin wieder da, wollte ich nur sagen. Ah, der Luis ist wieder da. Dann warte, man muss sich mal hier mal mein Bild wieder machen. Ich habe eine Person quasi eingeladen. Ich leite ihr gleich die E-Mail weiter und dann kommt die auch noch rein. Das ist okay, hoffe ich. Ja, ja. Ja, wir haben jetzt gerade, ich fasse mal zusammen, wir haben nochmal klar gemacht, wie wichtig es eigentlich ist, dass die Friedensagentur, also dass die Konfliktlösung von der ersten Sekunde an fest implementiert wird, ist, weil sonst, wenn man auch nur einmal über kleine Unstimmigkeiten im Anfangsbereich hinweggeht und die nicht bearbeitet, dass dann die große Gefahr besteht, dass aus dieser kleinen Unstimmigkeit irgendwann eine große Unstimmigkeit wird und dass dann immer schwieriger wird, überhaupt daran zu arbeiten. Denn man muss sich ganz klar sein, eines der Hauptelemente dieses bösartigen Raubtierkapitalismus ist eben ganz einfach, uns beizubringen, dass wir eigentlich nicht mehr miteinander reden, wenn irgendwas ist. Und dass deswegen die Friedensagentur so wichtig ist. Ja. Und die ganz generelle Frage, die hinter allem steht, ja, wie kann man Menschen überhaupt gewinnen für eine Veränderung, für das Thema Veränderung überhaupt gewinnen, wenn den Menschen es mittlerweile als normal erscheint. Ich habe gerade erzählt, es gibt ein neues Video, das erschienen ist, zum Thema Einsamkeit, ja, wo eben ganz klar dargestellt wird, dass schon ganz viele junge Leute einsam sind. Wir haben auch darüber gesprochen, dass immer mehr Studien berichten, dass das Liebesleben tatsächlich das faktische Handeln im Liebesbereich immer weiter zurückgeht, von Jahr zu Jahr immer weiter zurückgeht und dass sozusagen eigentlich man kann sagen, der Kapitalismus ist ziemlich nahe seinem Ziel, dass eigentlich nur noch das Leben des Menschen darum kreist, Geld zu machen, egal wie viele Menschen dabei über die Klinge springen und mit dem Geld sich Konsumsucht zu kaufen. Und das ist Leben dann. Und alles andere, Menschen spielen eigentlich für viele Leute kaum noch irgendwie eine Rolle, ja. Und das ist eigentlich ja das Endergebnis des Kapitalismus. Der einsame Mensch und die Konsumsucht. Ja, das ist ja unser geflügeltes Wort davon, dass der Kapitalismus auf die Produktion des einsamen, kaufsüchtigen Singles hinarbeitet. Also der Mensch kommt aus der Kommune und dann hat der Kapitalismus nach und nach die Großfamilie erfunden, dann die Kleinfamilie, dann die alleinerziehende Mutter oder der alleinerziehende Vater und dann den alleinstehenden Single, der vielleicht sogar lebenslang kinderlos bleibt, was allerdings nicht funktionieren kann. Also ein bisschen Kinder müssen ja die Leute kriegen, sonst funktioniert ja der Nachwuchs an Kunden für den Kapitalismus nicht. Ne? Ein bisschen Nachwuchs muss also sein, aber dafür reicht auch einmal im Leben Sex, dann wird ein Kind geboren, dann reicht das auch, ne? Wir kommen eigentlich der katholischen Sexualmoral sehr nahe. Die Leute haben ganz wenig Sex, kriegen vielleicht ein, zwei Kinder und das war's dann.
Genug mit Liebe. Ja. Herr Dillon, die katholische Sexualmoral hat natürlich verschiedene Seiten. Also die mönchische Askese und dass die Menschen so ohne Sexualität leben, ist das eine. Ansonsten ist diese Zeit fruchtbar und mehret euch natürlich auch eine Seite der katholischen Sexualmoral. Aber sagen wir so, es trifft sich auf jeden Fall diese asketische Entsagung, die nicht aus Bewusstheit oder Reife, sondern aus Verbot dann sogar entsteht. Das verbindet sich hier im kapitalistischen Geschehen damit, dass der willkürliche, egoistische Konsumismus natürlich eine Verkrüppelung der Beziehungs- und Liebesfähigkeiten bedeutet. Und dann bleibt nichts übrig. Ja, hallo. Wir haben ein neues Gesicht da. Vielleicht mal kurz vorstellen. Und alle anderen übrigens immer das Mikro ausstellen. Also die wichtigste Funktion in einer Talkshow ist immer da unten der Knopf mit dem Mikrofon. Und alle anderen ausstellen. Ich bin der Einzige, der so ein teures Mikro hier verwendet. Da kann man das auch mal anlassen, aber sonst auch. Aber jetzt bitte unser neuer Gast, bitte das Mikro anstellen und vielleicht mal Hallo sagen oder so. Wir haben da der Jürgen Wagner ist da, der Louis Eckenberger ist da und jetzt noch ein neuer Gast. Und mein Name ist Dylan von den Next Scientists for Future. Ich bin hier schon ein bisschen in den Gemütlichkeitsstatus runtergerutscht, so in den Feierabendmodus. Ja, vielleicht mal ganz kurz das Mikro Und anschalten und der was Jürgen Wagner sagen ist der dazu. sogenannte Öff-Öff auch. Jetzt das Hallo. Mikro an, ja. Hi, ich bin Yvonne. Ich komme aus Miesbachsviertel von München und bin hier, weil der Louis so nett war, mich hier einzuladen, und hat mir auch schon ein bisschen erzählt. Ich habe schon ein bisschen nachgelesen auch, und ja, bin aber momentan echt mit ganz vielen neuen Themen beschäftigt, und deswegen habe ich noch nicht ganz so viel Plan von allem. Und ja, freue mich, dass ich da bin. Dankeschön. Ja, ich hätte so eine Frage, weil wir jetzt schon eine Zeit lang, wir haben einfach darüber gesprochen, was eben Staaten und Kommunen ausmacht, welche grundlegenden Regeln man vielleicht von Anfang an in Kommunen aufrichten sollte, damit sie eben, wenn zum Beispiel so etwas wie Handel getrieben wird, damit nicht die gleichen Fehlentwicklungen entstehen, wie wir sie in den großen Staaten haben. Und dann auch das Thema der Konfliktlösung, dass man von Anfang an die Konfliktlösung, die sogenannte Friedensagentur einrichten muss. Sind denn da irgendwie generell irgendwelche Fragen, was Sie jetzt, oder wir siezen hier immer, weil das einfach bei unseren Professoren so üblich ist, dass immer gesiezt wird, sind denn irgendwie mal so Fragen aufgetaucht über unklare Dinge? Erstmal meine Frage auch so, interessiert Sie in erster Linie so das Zusammenleben mit anderen Menschen, also Kommunenprojekte als Weg zum glücklichen Leben sofort sozusagen? Und oder wie weit auch der politische Weg, denn ich bin ja sozusagen so mehr tätig so in dem Bereich der Frackparteien, der freien Argumentokulturparteien, wo wir immer noch eine wirklich zündende Partei suchen, die das wirklich mal konsequent durchzieht und nicht immer nur irgendeine Pseudobasisdemokratie oder irgendwie ähnliche Dinge will. Ist da irgendwas aufgetaucht an Fragen bei der Beschäftigung jetzt oder auch beim Kontakt mit Herrn Eckenberger? Nein, wie gesagt, bin momentan echt gerade erst rein in das ganze Thema von über XR eben. Und selbst kann ich da jetzt eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Also, was mich jetzt gerade sehr beschäftigt ist, ich bin gerade mal bei gewaltfreier Kommunikation. Und von daher Kommunen, so wie man das. Nein, ich ehrlich, bin da echt voll überfragt. Ich würde jetzt echt erstmal Plan suchen. Ja. Ja. Wobei vielleicht so XR, das heißt ja auch schon, dass ein Thema natürlich auch ist, was machen wir mit unserer Erde? Machen wir sie kaputt oder können wir irgendwie? Und meine These ist ja, also auch so vom Weltrat und Next Scientists for Future ist ja die Grundthese auch,
dass wir dabei sind, alles kaputt zu machen, weil unser jetziges Wirtschaftssystem, wie wir ja eben quasi schon die ganze Zeit besprochen haben, letztendlich darauf hinausläuft, dass so wie einem Heroinsüchtigen alles egal ist, der schlägt im Zweifelsfalle anderen Menschen für 5 Euro den Schädel ein, wenn die 5 Euro gerade nötig sind, um den nächsten Schuss zu bekommen, sozusagen. Und dieses völlig skrupellose oder völlig negative Verhalten des Süchtigen, das ist eigentlich das Wesen des Menschen in dem, was ich dem bösartigen Raubtierkapitalismus nenne. Dass es eben den Leuten im Prinzip egal ist, so der Drogensüchtige wird versuchen so lange uns noch Drogenschüsse zu setzen, sozusagen, solange die Erde noch was hergibt. Und wenn die Erde dann kaputt ist und ausgeplündert ist, dann verhalten wir uns vielleicht so, wie es in manchen Spielfilmen ist, dass dann nur, dass wir nicht dass die Aliens nicht die sind, sondern dass wir die Aliens sind, dass wir hingehen und den Rest des Universums anfangen zu plündern. So nach dem Motto, jetzt haben wir die Erde kaputt gemacht, jetzt suchen wir uns den Mars, dann plündern wir den und dann gehen wir in das nächste Sonnensystem oder in die nächste, wandern irgendwann in die nächste Galaxie und plündern dort die Planeten aus, die da zu finden sind. Und dann sind wir nämlich, wir, die Menschheit, ist das, was in den Horrorfilmen oder in den Alien-Filmen dann die sind, die über das Universum ziehen und einen Planeten nach dem anderen auslutschen und kaputt machen und dann weiterziehen. Wie die Heuschrecken. Ja. Und wir versuchen halt jetzt entweder über Frackparteien, also über echt basisdemokratische Parteien, und es haben ständig Talks mit politischen Leuten. Und das zweite Pfeiler, der hier immer diskutiert wird, sind die Kommunen, also die Wohnprojekte, die Lebensprojekte. Ja, Herr Eckenberger, los geht's. Ja, ich würde noch kurz, also es wurde jetzt Frackpartei genannt, also steht für freie Argumentekultur. Und die Yvonne ist die Rebellin, die den Öffi angeschrieben hat, um ihn zu reaktivieren. Das wird dann auch beim Öffi eine Glocke läuten, so wie ich ihn kenne. Und ja, das war's schon wieder. Etwas zu leise ist im Moment. Eine Wie bitte? Sekunde, ich versuche mal noch mal die Lautstärke ganz bisschen anzuheben. Wir haben da immer Pfeifprobleme. So. Ist es jetzt auch von der Lautstärke okay gewesen, so. Aber das andere war für mich dann zu leise. Ja, es Ach so, stimmt. Die nein, ich wollte Mikros, nur sagen. vielleicht Herr Eckenberger, genau, immer möglichst nah ans Mikro rangehen. Ja. Ja, also jedenfalls die Yvonne ist die Rebellin Öffi, die dich angeschrieben hat, die dich reaktivieren möchte oder es getan hat. Bei Habe ich MetaMost. gehört. Okay, alles klar. Als gewaltfreien Trainer. Ja, gut, dann kann ich das einordnen. Nochmal ganz lieben Gruß, Yvonne. Dankeschön. Ja, also das, was du gesagt hast, oder Sie gesagt haben, das ist auch total, das verstehe ich total. Also, dass das System jetzt einfach nur ausbeuterisch ist und uns an die Wand fährt. Kapitalismus in dem Sinne, wie es jetzt läuft, geht halt nicht gut. Stimmt schon. Ja, und wir diskutieren hier im Prinzip immer in diesen Talkshows zwei Ebenen. Wir haben manche Talkshows, da geht es nur um reine Parteipolitik quasi. Wie kann man, und zwar die parteipolitische Schiene, da geht es um die Fragestellung der Next Scientists for Future, der kommt die Kernaussage, Gesellschaft kann grundsätzlich niemals funktionieren ohne starke positive Anreize. Also Beispiel, eine Firma muss dafür belohnt werden, wenn zum Beispiel ein Beispiel wäre die sogenannte Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, wenn also die Wohlfühlstimmen der Kunden, der Anwohner und der Mitarbeiter besser werden, also sich quasi dieses Unternehmen menschenfreundlich verhält, dann muss es mehr Verdienstzuschüsse bekommen. Und das müssen wir künstlich machen, weil es anders nicht geht. Weil sonst nämlich die Firma sagt, ja, okay, wenn ich die Leute vergifte und wenn ich die ganze Umwelt, die Anwohner vergifte, dann mache ich den größten Profit. Ja, wenn ich meinen Dreck einfach rausblase, die Anwohner verrecken,
Ist mir doch egal, aber dann habe ich die geringsten Umweltschutzkosten und dann mache ich den größten Profit. Also müssen wir starke positive Anreize setzen. Das heißt, es gibt Verdienstzuschüsse, wenn es den Kunden, den Anwohnern und den Mitarbeitern besser geht. Und dann entsteht ein neuer Wettbewerb, der darauf hinausläuft, dass die menschenfreundlichsten Unternehmen überleben und die anderen nicht mehr überleben. Und dann dreht sich der gesamte Kapitalismus um und wird eine menschenfreundliche, wir sprechen von gemeinwohlorientierter Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Man kennt ja die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, die für uns zu jung ist noch. Das ist eine noch nicht ausgereiftes System, während unseres nach 53 Jahren wissenschaftlicher Arbeit eben sehr ausgereift ist, ein fundiertes, gemeinwohlorientiertes Wirtschaftssystem sozusagen darstellt. Und der zweite Weg, der bei uns immer diskutiert wird, ist, ja, warum denn sich die Mühe machen, diesen Staat zu reformieren? Können wir das nicht auch schaffen, indem wir einfach Inseln schaffen, also Kommunen schaffen? Ja, Bonobo-Schenker-Kommunen. Wir sprechen zum Beispiel bei den Next Scientists for Future aufgrund der modernen Biologie von den sogenannten voll- oder urmatriarchalen pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus sozusagen. Können wir nicht einfach zusammenziehen und dann das große Glück erleben und eigentlich alles anders machen, was im Kapitalismus schiefläuft? Das ist die zweite Schiene. Nur ist das gar nicht so einfach, weil die Leute in ihrem Kopf den Kapitalismus mit sich tragen, die Streitsucht in sich tragen, die Unfähigkeit zum Miteinander in sich tragen, die Tendenz in sich tragen, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen, in sich tragen, den Gedanken, ach so, Konflikte sind kein Problem, ich habe immer Recht und der andere hat immer Unrecht, grundsätzlich. Und damit ist die Sache ja eigentlich klar. Ja, und dann gibt es natürlich Krach ohne Ende. Und dann gehen die Kommunen wieder auseinander und dann war es das, ne? Und so habe ich es nämlich auch kennengelernt, dass es eigentlich so läuft. Und da sind wir jetzt dran, eben diese zwei Pfeiler, Inseln im Kapitalismus, die antikapitalistisch sind sozusagen oder unkapitalistisch sind, oder politisch über Fragparteien, freie Argumente, Kulturparteien, die echt basisdemokratisch sind, den ganzen Staat umzubauen. Und beides ist schwierig. Oder Herr Wagner, sagen Sie mal was zu der Schwierigkeit des Ganzen. Recht. Und ich kann für die gute Yvonne dann noch die Brücke noch ein bisschen deutlich beschreiben, warum du hier genau richtig bist in diesen Freie-Argumente-Kultur-Talks und überhaupt auch im Forum gibt es ja auch. Weil, also ich bin ja auch bei XR und gleichzeitig bin ich dafür, dass wir radikale freie Argumentekultur und echte Demokratie brauchen. Und dass da viele Initiativen heute eigentlich sich die Hand reichen könnten für diese Absicht. Und XR will ja eigentlich auch sowas sein, wie ein, ich nenne es mal Satyagraha fürs Überleben des Lebens insgesamt. Also nicht einfach nur, wir sind hier irgendeine politische Aktionsgruppe, sondern die geistige Verbundenheit, die liebevolle Verbundenheit, die Offenheit füreinander, die Offenheit auch eben Konflikte anzugehen und zu lösen, die ist ganz entscheidend. Also bei XR kann man eigentlich ja sagen, wenn da Meinungsverschiedenheiten sind, das ist erstmal noch nicht das größte Drama, aber ob man bereit ist, über Meinungsverschiedenheiten offen miteinander nachzudenken und Konfliktarbeit zu machen, das geht vielmehr so an den Lebensnerv der ganzen Sache. Also im SOS-Handbuch, also im Handbuch für selbstorganisierende Systeme, ist einer meiner Lieblingssätze, die da stehen: Vertrauen ist sowas wie das Blut im Organismus, also gemeint ist ja ein sozialer Organismus, dass man nicht auch für irgendwelche Politstrategien sich gegenseitig Opfer über den Tisch zieht und was weiß ich. Ich meine, du weißt, ich habe dir schon gesagt, ich habe da dann Konflikte mit einigen Kreisen in Extinction Rebellion, weil ich gerade diese geistige Offenheit für die Argumente des anderen und für die Bereitschaft, echt gründlich auch Konfliktarbeit zu machen, weil ich das da leider nicht angetroffen habe, vermisse und dran arbeite. Und ich hoffe, dass der Luis auch da was bewegen kann, dass da Leute. Aber der Kreis, von in dem du jetzt hier gelandet bist, also auch also der Bäcker gegründet hat, Scientists for Future und den Welt. Bitte die letzte Minute noch mal wiederholen. Das Handy. Hallo, wir hören ganz schlecht. Hallo?
Bitte die letzte Minute noch mal wiederholen. Wir haben fast nichts gehört. Die Verbindung mit dem Handy ist heute besonders schlecht, die Smartphone-Verbindung. Bitte noch mal die letzte Minute wieder. Ich wiederhole es gerne noch mal. Also das, was eigentlich auch das der absolute Lebensnerv von Bewegung wie Extinction Rebellion sein müsste, nämlich die geistige Offenheit und die es sich aufeinander einlassen, auch bei Konflikten, Konfliktlösung dann zuzulassen. Dieser Lebensnerv, der da aber zum Teil nicht eingehalten wird, also Yvonne, du bist hier jetzt in einem Kreis gelandet, bei der von mir gegründeten Schenker-Bewegung und bei den Next Scientists for Future und dem Weltrat der Weisen, was der Seelen repräsentiert. Also das ist auf jeden Fall ein Ansatz, wo das absolut gültiges Grundgesetz ist, die geistige Offenheit, auch für die anderslautenden Argumente von anderen und für die Bereitschaft, gründliche Konfliktarbeit zu machen. Also nicht einfach jemanden unterzubuttern, sondern hinzugehen und wirklich auch für leiseste Stimmen zu schauen, was ist die Argumentequalität und das dann auch zum Zuge kommen zu lassen. Also herzliche Einladung hier. Also hier gilt dieser Lebensnerv auf alle Fälle. Ja, und vielleicht ergibt sich auch noch die Möglichkeit, dass wir da, denn der Herr Eckenberger hatte ja schon mal angedeutet, dass sich vielleicht auch noch mal andere neue Zugänge ermöglichen. Denn ich weiß nicht, ob Sie wissen ja nichts über die Geschichte wahrscheinlich. Die Next Scientists for Future waren ganz naiv, die Professoren waren ganz naiv und haben gesagt, okay, wir wissen, wie wir das machen können, dass wir 900 Milliarden für den Klimaschutz in Deutschland innerhalb 7 Jahren realisieren können, realpolitisch sozusagen machbar machen können und Deutschland tatsächlich, von Deutschland ausgehend tatsächlich eine weltweite Wende im Bereich des Klimas ermöglichen können, weil wir haben daran 53 Jahre geforscht. Und dann waren die Professoren total geschockt. Erstens haben wir das den Scientists for Future, die Zusammenarbeit, angeboten. Und die haben das abgelehnt, weil sie gesagt haben, ja, 900 Milliarden fürs Klima, so nach dem Motto, mach doch erstmal ein paar Studien dazu und die Professoren sollen das erstmal beweisen, dass sie das wirklich können, aber es interessiert uns eigentlich nicht. Und dann sind wir zu Fridays for Future gegangen, haben mit denen gesprochen, da haben wir auch ich zeige das gerade mal, nur dass man das mal sieht, was wir alles gemacht haben. Ich zeige nur mal einen von ganz vielen Artikeln. Ich klicke jetzt hier auf Präsentieren, ja. Präsentation. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Moment, gleich. Es dauert noch einen Moment. So, und jetzt zeige ich einfach mal zum Beispiel so einen Artikel hier, dass man sich das mal vorstellen kann. Herr Wagner, Sie können das leider jetzt nicht sehen, aber hier. Zum Beispiel dieser Artikel hier. Kann man das, Herr Eckenberger, mal kurz das Mikro anmachen. Können Sie das sehen? Greta for President? Also ich sehe hier, holen Greta Thunberg und die For Futures die gewünschten 900 Milliarden. Ich lese das mal vor. Holen Greta Thunberg und die For Futures die gewünschten 900 Milliarden fürs Klima am 18.19.05., das war glaube ich 2019, ab oder verfallen diese? Bergisch Gladbach. Kommt es zur Verbesserung von der Welt von Grund auf oder ist die Welt, wenn Greta nicht kommt, für Weltverbesserung vielleicht sogar endgültig verloren? Also da hatten zugesagt als Moderator, ich mache mal nur Auszüge, der berühmte ARD-Journalist Dr. Franz Alt von der Sonnenseite, also das war der erste Umweltschützer in der ARD quasi. Der Dr. Franz Alt, das war der erste, und der ist jetzt der Sonnenpapst in Deutschland, Sonnenenergie. Ne? Dann zum Beispiel, dann wäre wahrscheinlich unsere Bundesverdienstkreuz geehrte und ehemalige Bundesgesundheitsministerin gekommen, Frau Professor Lehr, die wäre zu dieser Konferenz gekommen, zu der wir eingeladen haben, ja. Dann wäre wahrscheinlich sogar auch unser zweiter Bundesverdienstkreuzgeehrter, der Professor Zoll, dazugekommen und so weiter. Und vielleicht hätten dann auch Greta, Luisa und Jakob Blasel und Dr. Eckart von Hirschhausen teilgenommen. Vielleicht wären sogar die Minister gekommen und die Frau Merkel gekommen, weil das dann die Zukunftskonferenz für die Menschheit gewesen wäre in Deutschland. Zugesagt hatten schon unser Professor Manfred Mertens hier und dann der Präsident des Allgemeinen Patientenverbandes Christian Zimmermann mit seiner Gesundheitsreformkonzeption hatte zugesagt. Und
Aber am Ende sind weder Greta noch Luisa gekommen und dann wurde die Konferenz abgesagt, weil es hat ja keinen Sinn, wenn da unsere hochkarätigen Professorinnen sitzen und niemand ist da, weder Greta noch Luisa. Also wir waren dann total, ich gehe mal wieder zurück hier, wir waren total geschockt, also darüber. Unsere Professoren konnten das überhaupt nicht fassen, dass wir 53 Jahre daran gearbeitet hatten, wie man das Klimaproblem lösen kann. Sinnvoll. Sinnvoll, da fällt mir der Name Professor Hans-Werner Sinn ein, der sich ja auch darüber Gedanken gemacht hat, wie macht man das realpolitisch richtig, ohne bestimmte Fehler dabei zu machen. Denn man kann bei dem Klimathema auch sehr viel verkehrt machen, sozusagen. Und dann Scientists for Future haben abgeblockt und sind auf Kontra gegangen. Fridays for Future hat abgeblockt und ist auf Kontra gegangen, so nach dem Motto, wir haben Wichtigeres zu tun, als uns um 900 Milliarden fürs Klima innerhalb 700 Jahren zu kommen. Und bei Extinction Rebellion Köln, da hat nur eine Dame ganz begeistert auf unser Angebot reagiert und ansonsten war da völliges Desinteresse. Und das ist etwas, das haben wir nie verstanden. Also das ist für uns unfassbar. Einfach, ja? Warum? Denn normalerweise denkt man, dass die Scientists for Future sagen, super, wenn ihr eure 20 Professoren da also einen Lösungsweg gefunden haben, dann müssen wir uns doch sofort zusammen, alle zusammen telefonieren oder Talkrunden machen und das ausdiskutieren von Anfang bis Ende, was euer realpolitischer Weg ist, wie ihr sozusagen so viel Geld erwirtschaften wollt, um es dann in den Klimaschutz zu stecken zu können. Und so weiter. Und dann eben das war der Dr. Gregor Hagedorn. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, die Scientists for Future sind gegründet worden im Zentrum eigentlich von Dr. Gregor Hagedorn. Und der bekannteste ist wahrscheinlich der, wie heißt er nochmal? Naja, der bekannteste ist natürlich Dr. Eckart von Hirschhausen in dem Kontext oder Harald Lesch vom ZDF. Das sind durchaus volle Kapitalismusfreunde eigentlich. Der Dr. Eckart von Hirschhausen hat keine Offenheit für den Gedanken System Change, not Climate Change, ne? Sondern der ist eher sehr systemerhaltend. Ne? Das ist ZDF halt. Ne? So System erhalten, Kapitalismus weiterlaufen lassen, was wir nicht für sinnvoll halten. Ja, und wir waren einfach nur baff. Also auch unser Professor Mertens hat gesagt, ja hoppla, was ist da los? Denn der ist total beliebt bei den Grünen immer gewesen, unser Mitglied, der Professor Mertens, ja, weil er so als Atomreaktorsicherheitsexperte immer natürlich gesagt hat, hoppla, wir müssen extremst vorsichtig sein, was wir da machen mit dem Thema Atom und so weiter. Und müssen auch Gesellschaft ganz neu denken, dass wir eben auch völlig falsch eigentlich immer, dass wir überall an die Gesellschaft so rangehen, lassen wir doch erstmal die Kinder krank werden, lassen wir doch die Kinder erstmal in den Brunnen fallen und dann können wir ja mit ein paar Milliarden Gesundheitswesenkosten dann wieder anfangen, an den Kindern rumzureparieren. Warum machen wir es eigentlich nicht umgedreht und sorgen dafür, dass die Kinder erst gar nicht krank werden, weil wir erstmal für eine Ernährungsreform sorgen, also für gesundere Ernährung und für eine Medizin, die präventivmedizinisch wirkt und Krankheit verhindert. Warum machen wir das nicht so rum? Ja, warum verhindern wir nicht lieber Gaus, sondern lassen die Gaus überall zu und dann gibt es Riesenprofite dafür, wenn man dann die Leute lebenslang behandelt. Ne? Ja, das war der Grundgedanke. Gell? Und vielleicht ergibt sich ja doch nochmal ein neuer Zugang. Denn wie gesagt, unser Angebot ruht zwar im Moment, weil wir sehr mit diesen Frackparteien im Gespräch sind, aber wir können dieses Angebot mit dem 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima jederzeit wieder aufleben lassen. Denn nach wie vor ist ja Greta Thunberg zum Beispiel ein großer Name in den Medien, ne? Und könnte immer noch eine weltweite Diskussion auslösen durch eine gemeinsame Konferenz, ne? Pressekonferenz und so weiter. Mit Extinction Rebellion zusammen und so weiter, könnte es ja eine Konferenz. Ich habe damals gesagt, wenn die Greta gekommen wäre, ja, dann wären ja alle Journalisten gekommen. Wir hatten ja eine Konferenz in Köln anberaumt, ja, wo nur ein paar Fridays for Future-Demonstrationsteilnehmerinnen, so junge Schülerinnen dabei waren und dazu eingeladen haben. Und dann hatten wir 10 Journalisten. Wir hatten den WDR da. Wir hatten die Bild-Zeitung da, wir hatten den Kölner Stadtanzeiger, wir hatten die Kölner Stadtrevue, wir hatten den Kölner Express, wir hatten alles, alles, was in Köln Rang und Namen hatte, saß da vor uns.
Ja. Und wenn da Greta gewesen wäre, dann wären da nicht 10 Journalisten gewesen, dann wäre die ARD, die Tagesschau da gewesen, heute wäre da gewesen und dann wäre das große Thema gewesen, kooperiert Fridays for Future und Extinction Rebellion, kooperieren die mit den Next Scientists for Future und den Scientists for Future, gibt das den neuen großen Kooperationsverbund mit dem neuen Lösungsmodell 900 Milliarden Euro 7 Jahre Plan fürs Klima für Deutschland als Ausgangspunkt für eine weltweite Sanierung des Themas Weltklima und generell des Themas unser Luftmeer wieder sauber zu machen und wieder in Ordnung zu bringen. Wir haben ja zwei große Meere auf der Welt, die wir endlich in Ordnung bringen müssen. Die Wassermeere, die völlig verdreckt sind und verseucht sind mit Plastik. Und wir müssen das Luftmeer endlich in den Griff kriegen, dass eben jeder Ausstoß von irgendeinem Gas sozusagen einen ganz hohen Preis eigentlich kosten muss. Ja, dass wir dadurch alle dann für ein sauberes Luftmeer sorgen und ein sauberes Wassermeer. Da gibt es ja einen politischen Vorschlag, dass das die Meere aufgeteilt werden müssen auf alle Staaten der Erde, sodass dann jeder einzelne Staat für die Sauberkeit seiner Meeresregion sorgt, sodass dann da alles wirklich gesund und plastikfrei und giftstofffrei abläuft und dadurch die Gesamtmeere sauber werden. Ne? Das ist so das Ziel. Ja, wer möchte was dazu sagen? Das ist jetzt so, jetzt, das war eigentlich der ganze Stand. Wir haben also ganz viel versucht, um Fridays for Future sozusagen unser Geschenk anzubieten mit dem 900 Euro, 7 Milliarden Euro und 7 Jahre Plan fürs Klima und waren total baff, konnten es überhaupt nicht fassen, dass man da einfach so das irgendwie nicht gefunzt hat. War für uns völlig unverständlich. Ne? Ist heute noch unverständlich. Es gibt natürlich Theorien, woran das liegen könnte, aber sozusagen letztendlich ist es völlig unerklärbar für uns. Ne? Herr Wagner, Sie haben das Ganze ja mitgekriegt, auch die negative Reaktion in dem einen Forum. Ne? Da ging es natürlich auch darum, dass dann auch man Ihre Offenheit mit allen Menschen zu reden ja auch nicht wollte, gell? Ja, genau. Aber ich denke, so ganz unerklärlich ist das für mich nicht, weil das ist der Sektierergeist, der bisher in allen Initiativen und Parteien, auch in allen Teilgruppen der Menschheit im Grunde sich durchgesetzt hat. Das ist der Tellerrandblick, für den man sich engagiert, ohne den Blick weiten zu wollen aufs Ganze oder alle Menschen, auch ohne den Blick weiten zu wollen für alle Argumente. Und da ist es eben so, dass ja, im Grunde genommen auch jetzt, also Bewegungen wie Extinction Rebellion auch, sind Bewegungen, die eigentlich neue Aufbrüche sein können, weil es darum geht, jetzt eben so aus dem Geist auch von Gandhi mit Wahrheit und Liebe für die ganze Welt ein Lösungskonzept zu suchen, eins, was wirklich auch Wurzeln hat, also in diesem neuen sozialen Miteinander, geistige Offenheit, Bereitschaft, Konflikte zu lösen und so weiter. Also da sind Ansätze, die werden ja auch gebraucht. Also die Zeichen der Zeit stehen so, dass wir entweder jetzt wirklich diese Verantwortung für das Ganze annehmen und da auch die passenden sozialen Verbindungen zu herstellen, oder wir sind eine katastrophale Zerstörungsgattung an Lebewesen. Also die Zeichen der Zeit stehen so, dass wir diesen Durchbruch eigentlich schaffen müssten, aber die Menschen kleben halt verheerend an ihren Splitterinteressen und Tellerrandinteressen auch von solchen Gruppen. Und da ist es ja auch so, man muss damit rechnen, dass wenn man dann versucht, die große Offenheit, Verantwortungsoffenheit irgendwie einzuführen, dass auch von den Machtgruppen, die jetzt existieren, gegengesteuert wird. Also ich sehe bei Extinction Rebellion, aber auch insgesamt in der linken und alternativen Szene, dass mit konstruierten Feindbildern und Spaltungskategorien, auch zum Teil künstlich übersteigerten Rechtsvorstellungen, also Rechtsschubladen, da wird einfach versucht, auch Keile zu treiben, sodass dieses Zusammenfinden aller Menschen für gemeinsame, vernünftige Verantwortlichkeit im Ganzen dadurch ein Stück weit ausgehebelt werden soll. Und ich habe, oder wir haben da bei Extinction Rebellion in diesem Konflikt, der sich da auch im Forum abgespielt hat, einfach zu tun mit einer Gruppe, die, wenn offen diskutiert wird,
ganz schnell entlarvt werden kann, als Versuch, man kann sagen, einer feindlichen Übernahme, dass Leute kommen und den ursprünglichen Einigungsnenner oder Sammlungsnenner von Extinction Rebellion auf eine ja, eigenwillige Art und Weise zu verändern. Ich meine, das könnte man ja vielleicht noch sagen, dass Leute versuchen können, wie weit kann das wachsen, so ein veränderter Einigungsnenner oder ein überhaupt erstmal als Zweig der Bewegung. Aber hinzugehen und ohne wirkliche Kritik und Diskussions- und Konfliktlösungsoffenheit für einen veränderten Ansatz Monopolstrukturen an sich zu reißen, das ist eben etwas, was ja, eindeutig nicht gehen könnte, wenn man da guckt, was ist der Lebenswerf auch von Extinction Rebellion. Und deshalb sind das Splittergruppen, die versuchen, da Machtpositionen zu erwerben, mit denen sie Missbrauch treiben für solche Spaltereien. Aber das haben wir überall. Das wird zum Teil mit Strategie da betrieben oder da reingebracht. Das heißt, der Kampf der geistigen Offenheit, der freien Argumentekultur gegen die Splitterei und den Sektierismus, der da künstlich auch überzüchtet wird, das wird der Entscheidungskampf sein, ob wir gemeinsam eben zu vernünftiger Verantwortlichkeit kommen können oder nicht. Ja, das ist vielleicht zur Information, das ist das, was wir eben schon seit Monaten hier überall diskutieren, dass egal, wo das jetzt herkommt, es ist eine Tendenz dran, dass sich alles in winzige Splittergruppen aufspaltet und die kaum eine Gruppe sich mit der anderen verträgt, sondern einfach erstmal alle nur kontra. Jede Gruppe macht so ihr Ding, so wie der Kapitalismus darauf hinausläuft, dass der einsame, kaufsüchtige Single als einsamer, lohnsam Cowboy durch die Prärie reitet, einsam und sein Ding macht, sozusagen. Und so macht auch mittlerweile jede Gruppe so ihr Ding und es gelingt praktisch nicht mehr, ein Wir herzustellen. Und ich deute das nur mal kurz an, weil wenn man das ist jetzt für Sie vielleicht mal interessant zu hören, dass es unser Reformkonzept ist nämlich eigentlich doch so schwer gar nicht zu verstehen, nämlich dass wir sagen, wir geben jedes Jahr zum Beispiel im Gesundheitswesen 370 Milliarden aus. Euro aus, jedes Jahr 370 Milliarden, also pro Tag etwa 1 Milliarde Euro, weil wir es zulassen, dass wir die Ernährungsindustrie nicht belohnen für gesundheitsförderliche Nahrungsmittel, sondern je billiger hergestellt die Produkte sind und je toxischer sie für die Gesundheit der Kinder zum Beispiel sind, desto mehr Profit macht man im Ernährungssektor. Also werden die Lebensmittel werden seit Jahrzehnten immer ungesünder. Wir haben immer mehr Menschen mit Gewichtsproblemen, mit Diabetes, mit ernährungsbedingten Erkrankungen aller Art und so weiter. Und wenn wir jetzt das gesamte System also darauf umstellen, dass die Marktleiter, die Biomarktleiter, die Restaurantleiter und die Kioskleiter Verdienstzuschüsse kriegen, wenn die Leute, die Leute, die bei ihnen einkaufen, sich gesünder entwickeln als vorher, kann man alles messen über Wohlfühlstimme, über Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten könnte man das alles messen, dann kann man dafür sorgen, dass man im Gesundheitswesen vielleicht am Ende mit 50 Milliarden pro Jahr auskommt, das ist ja auch noch viel Geld, und hat dann 320 Milliarden Euro pro Jahr gespart und die könnte man zum Beispiel in den Klimaschutz stecken. Und das ist jetzt eine Reform von 20 Reformen. Und wenn man das in allen gesellschaftlichen Bereichen so macht, kommt man dann auf unsere 500 Milliarden Euro jährlich Ersparnis, weil es bringt uns ja volkswirtschaftlich überhaupt nichts, wenn lauter Leute Krebs bekommen und dann ganz viele Ärzte damit beschäftigt sind, irgendwelche Chemotherapien beim Krebs durchzuführen. Das bringt uns ja alles nichts. Wir haben ja nichts davon. Es wäre viel besser, sozusagen, wenn die Leute was Sinnvolles herstellen würden und die Leute erst gar nicht krank würden. Ja? Also das Krankheitsverhinderung. Und das ist unser Reformkonzept, also vom Weltrat und von Next Scientists for Future. Das ist unsere ehemalige Bundesministerin hat auch begriffen, wir müssen auf Prävention setzen, wir müssen Krankheiten verhindern. Das ist viel billiger, als immer nur hinterher zu behandeln und die Leute krank werden zu lassen. Und dann, wenn wir dann mit jedes Jahr allein im Gesundheitswesen vielleicht, sagen wir, nur 200 Milliarden plus machen, und dann in den anderen Gebieten zusammen nochmal dann 300 Milliarden plus machen, dann haben wir jedes Jahr 500 Milliarden Euro plus, das ist 500 Millionen. Und wenn wir dann davon 80% für Klimaschutz nehmen in Deutschland, dann können wir, ohne uns wirtschaftlich zu schwächen,
Also wir haben trotzdem noch ein 20% Wirtschaftswunder und können uns trotzdem innerhalb von 7 Jahren 900 Milliarden Euro für Klimaschutz leisten. Und unsere Vorstellung war dann so gewesen, dass man damit zum Beispiel die Kohlekraftwerke den Firmen abkaufen könnte und stilllegen könnte, die neuen Mitarbeiter dann mit unserer Arbeitsamtreform sofort in neue Jobs unterbringen kann und so weiter. Und wer keinen Job sofort kriegt, der wird einfach angestellt beim Arbeitsamt und betreut dann eben die Leute, die noch keinen neuen Job haben. Und da haben wir also ganz differenzierte Reformen, der Arbeitsamtreform und so weiter. Und am Ende haben wir dann die Kohlekraftwerke stillgelegt und haben dann noch für etwa 400, 500 Milliarden zum Beispiel ganz Deutschland mit Sonnenkollektoren können wir bedecken und so weiter und können eben mit erneuerbaren Energien, die müssen wir ja gleichzeitig hochfahren. Ja? Denn für jedes Kohlekraftwerk, das wir stilllegen, müssen wir gleichzeitig mit entsprechend vielen Milliarden die zum Beispiel die Sonnenkollektoren auf allen Dächern, also wenn ich mich in Deutschland umgucke, die meisten Dächer haben noch keine Sonnenkollektoren. Ja, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jedes Dach, das der Sonne ausgesetzt ist, bedeckt ist, dann hätten wir eine ganz andere Situation als bisher. Ne? Die Windräder sind ja leider umstritten. Ne? Und unser Gedanke war, unserer Profession, so schwer ist doch der Gedanke nicht, dass man die unsinnigen kapitalistischen Systeme menschenfreundlich, gesundheitsförderlich, oberstes Ziel, gesünderes, glücklicheres, längeres Leben, dass dabei riesige Gelder eingespart werden können, Beispiel Gesundheitswesen jedes Jahr 200 Milliarden einsparen, die Leute dann was Sinnvolles machen können, unsere klügsten Ärzte nicht mehr absorbiert sind, damit völlig unnötige ernährungsbedingte Krebserkrankungen zu betreuen und da ihre Lebenszeit zu vergeuden in einer eigentlich völlig sinnlosen Tätigkeit. Wenn man nämlich die Krankheit verhindern würde, dann könnte man sich diese Tätigkeiten einsparen, dann könnten diese Ärzte irgendwas Sinnvolles machen in der Gesellschaft, was nützlich für alle ist. Und dieser Grundgedanke, jetzt so meine Frage an Sie, die Sie es heute das erste Mal davon hören, so extrem schwer verständlich ist doch dieser Grundansatz nicht, oder? Der Herr Eckenberger hat ihn doch auch verstanden, Herr Wagner versteht ihn, alle verstehen ihn, aber irgendwie Fridays for Future nicht und die Scientists for Future nicht. Der Hagedorn, der Dr. Hagedorn, der sagte dann so, ja, das klingt sehr gut, aber, ja, machen Sie doch erstmal ein paar Studien und so. Also so nach dem Motto, boah, so wichtig ist uns das nicht. Ja, vielleicht sagen Sie mal was dazu, was Ihr erster Eindruck ist jetzt mal so, erste Kennenlernen, Next Scientists for Future und Weltrat. Ja, finde ich voll ja, verständlich, absolut. Glückliche Menschen, Geld einsparen, mega ins Klima stecken, super. Und das ist dann auch, das wäre jetzt auch das mit den 900 Millionen, wie man die besorgen könnte, oder? 900 Milliarden Euro, Ja. 7 Jahre. Also 900 Ja. Milliarden sind tausendmal so viel wie 900 Millionen. Ja? Und das bedeutet, so ein Kohlekraftwerk stilllegen und in erneuerbaren Energien hochfahren, also so ein Kohlekraftwerk abkaufen, das kostet ungefähr 5 Milliarden Euro. Dann muss man es ja noch demontieren. Ja? Da kommt man so mit 5 Milliarden hin. Und mit 5 Milliarden muss man noch Sonnenkollektoren auf die Dächer tun, damit man den fehlenden Strom ausgleicht. Denn man muss das ja ausgleichen. Und dann haben wir noch andere Wege. Vielleicht schon mal von dem Professor Nico Pech gehört. Postwachstumsökonomie. Mal so als Stichwort gehört. Nee, aber da ist zum Beispiel, der hat erkannt, dass unsere Konsumsucht, dass da was nicht stimmt. Wir sind ja durch den Kapitalismus, fehlt uns so viel Glück in der Interaktion mit Menschen, dass wir zu Überkonsum neigen, nämlich zur Ersatzbefriedigungskonsumsucht, wie wir das nennen würden. Und diese Ersatzbefriedigungskonsumsucht, wenn man die reduzieren kann, dann wird auch der Stromverbrauch wesentlich geringer. Ja? Unser Motto ist quasi, wenn die Leute wieder lernen, in Art einer Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft wieder nicht Angst zu haben vor dem Streit mit dem Nachbarn,
sondern über Konfliktlösungsmethoden auch wieder lernen, sich mit dem Nachbarn zu vertragen. Und wenn dann in den Häusern wieder ein liebevolles Miteinander entsteht und die Leute dann deswegen kein Auto brauchen, um von Hamburg nach München zu fahren, auch kein Elektroauto, um von Hamburg nach München zu fahren, dann können wir den Stromverbrauch und den Verbrauch an Sprit sozusagen drastisch senken. Und das würde uns dann nochmal entgegenkommen. Also auch das Thema Beendigung der kapitalistischen Konsumsucht ist bei uns auch ein ganz großes Thema. Ja? Glückliche Menschen brauchen weniger, konsumieren weniger, verbrauchen weniger, verbrennen weniger. Und so senken wir den Gesamtenergiebedarf und allein dadurch können wir dann schon wieder den CO2-Ausstoß senken. Und wir haben das dann noch gekoppelt, vielleicht doch diesen letzten Gedanken dazu, wir haben das dann noch gekoppelt und haben gesagt, wir als Weltrat würden dann einen Deal eingehen mit Fridays for Future und Extinction Rebellion, nämlich den Deal, dass wir unsere Reformen, denn Wirtschaftswunder will ja jeder Staat haben, auch die USA will das haben, auch die China hätte sich dafür interessiert oder Indien mindestens würde sich dafür interessieren, für unsere Reformen, ja, Gesundheitsreform, Ernährungssystemreform, Bildungsreform und was auch immer Reform, weil ein Plus wollen alle Staaten haben, ja. Und dann hätten wir gesagt, aber wir haben den Vertrag geschlossen, liebe Leute hier, Vertrag mit Greta Thunberg und Extinction Rebellion und mit Kanzlerin Merkel. Wir beraten die USA nur, wenn sie sich verpflichtet, den gleichen Prozentsatz, zum Beispiel 80% der eingesparten Gelder der Anfangszeit, auch für den Klimaschutz USA zu verwenden. Und dann kriegen wir innerhalb kürzester Zeit über Online-Konferenzen, werden von den 200 Staaten vielleicht sogar sich Gruppen bilden, die dann beraten werden von unseren 20 Professoren sozusagen. Letztendlich alle Staaten ziehen dann plötzlich nach und nach mit und alle haben die Reformen und alle verpflichten sich, 80% in den Klimaschutz zu stecken und dann fällt es auch nicht mehr schwer, einen weltweiten Emissionshandel hinzukriegen. Und dann haben wir die weltweite Luftschadstofflösung. Ich habe ja vorhin gesagt, das Luftmeer muss gelöst werden, das Problem. Ich muss nur gerade mich hier kurz einwählen. Vielleicht sagen Sie noch mal was dazu, jetzt zu dieser weiteren Information. Ich muss hier neu einwählen in die Konferenz. Ja, das Einzige, was mir da noch eingefallen ist dazu, ist halt, dass sich das echt top anhört, aber da würde ja dann die Pharmaindustrie nicht mehr so viel verdienen, oder? Und die sind doch ziemlich am Lenken. Genau, da ist der Punkt, dass man die Pharmakonzerne natürlich mit einbeziehen muss. Man muss den Pharmakonzernen natürlich ganz klar sagen, wir helfen euch, das ist eine totale Umstellung. Erstmal muss man ganz klar sehen, die Pharmaindustrie liefert an 200 Staaten der Erde ihre Produkte. Und wenn sich erstmal nur in Deutschland alles total ändert, ist es erstmal nur ein Markt von 200 Märkten, der sich ändert. Aber auch für den ist das eine große Umstellung, weil die Pharmaindustrie muss ja dann quasi in Deutschland gesundheitsorientiert forschen. Ja? Das ist neu. Das heißt, die müssen sich darauf konzentrieren, Bodenentgiftungsmedikamente herzustellen, damit wir saubere Böden kriegen. Oder die stellen sozusagen sogenannte Gesundheitskurse dar, die sie dann an die Hausärzte vermieten, so mit Comedians, mit Kursen, wo man lachen kann, sozusagen auf spaßige Weise Gesundheitswissen an die Bevölkerung vermittelt wird, an die Versicherten vermittelt wird. Das ist neu, ja, das ist ein völlig neues Konzept, das da letztendlich auch für die Pharmaindustrie sein muss. Aber wir hätten dann der signalisiert, wir helfen euch bei diesem Übergang, denn wir wollen euch ja nicht zerstören, sondern ihr versteht ja, dass es für uns alle besser ist, wenn Gesundheitsförderung belohnt wird und nicht der Abverkauf möglichst vieler Chemotherapeutika und Medikamente. Aber wir helfen euch bei diesem Übergang. Wir lassen euch jetzt nicht kaputt gehen oder so. Wir zerstören euch nicht, sondern wir
mit über die Verdienstzuschüsse kriegt er in Zukunft für die Gesundheitsförderung das gleiche Geld, was ihr vorher für die Erzeugung von Tablettensucht bekommen habt, jetzt überspitzt gesagt. Ja? Also das heißt, wir hätten die mitgenommen. Man muss alle mitnehmen. Man muss die Mitarbeiter der Kohlekraftwerke mitnehmen. Man darf sich keine Feinde machen, sondern man muss kooperativ alle mitnehmen bei so einem Wandel. Und eins muss man ganz klar sagen, die Produktion für die Welt, also für die 199 Staaten, das ändert sich ja Schritt für Schritt. Erst wenn die USA beraten ist, dann, und der USA-Markt sich ändert, dann ändert sich auch dort die Marktsituation. Und dadurch hat die Pharmaindustrie immer Zeit, sich anzupassen. Ja? Schritt für Schritt anzupassen, wenn der nächste Staat auch gesundheitsorientiert wird. Und so hätten wir der Pharmaindustrie geholfen, da mitzugehen. Und dass die Pharmaindustrie, unser Dr. Med. Ludwig Manfred Jakob hat die Erfahrung berichtet, der hat mit diesem berüchtigten Konzern Nestle geredet. Ja? Nestle, die ja so berüchtigt sind für ihre krankmachende Nahrung. Ja? Und er hat gesagt, ich war ganz überrascht, die Leute haben ein totales Problembewusstsein. Die sagen, wir warten darauf, dass endlich der Staat uns einen Rahmen gibt, in dem wir endlich Gesundheitsförderliches herstellen oder anliefern können, in dem wir naturbelassene Produkte liefern können und trotzdem überleben können. Weil im Moment ist der Preiskampf und der Marktkampf um die Supermarktplätze und die Regale so gewaltig, dass wir eigentlich nur überleben können, je giftiger und billiger der Schrott ist, den wir herstellen. Und die wissen das. Die wissen, dass es so ist. Und die sagen, wir warten darauf, dass der Staat uns endlich neue Rahmenbedingungen liefert, wo wir mit gesundheitsförderlichen Sachen wirtschaftlich überleben können, während wenn wir das jetzt machen würden, würden wir pleite gehen, weil wir zum Beispiel von Coca-Cola platt gemacht werden, die mit reinen Zuckergetränken einfach uns auskonkurriert und dann sind wir weg. Wir müssen unseren Laden schließen und Coca-Cola und die anderen Zuckerkonzerne bleiben übrig. Ja? Und da hat er gesagt, unser Dr. Med. Ludwig Manfred Jakob, einer der besten Gesundheitsärzte Deutschlands sozusagen, der hat dann gesagt, ja hoppla, die warten eigentlich auf unsere Reformen. Ja? Und das ist unser Ziel. Man muss die Pharmaindustrie mitnehmen, man muss alle mitnehmen, man muss auch die Ärzteschaft mitnehmen, man muss jedem einen neuen Weg kennzeichnen. Das ist auch übrigens unsere Arbeitsamtreform, dass wir sagen, wir lassen niemanden mehr alleine. Ja? Wenn ein Mensch ist von Arbeitslosigkeit bedroht, ruft beim Arbeitsamt an und kriegt sofort eine persönliche Betreuung von Mensch zu Mensch. Der Arbeitsamtmitarbeiter kommt zu ihm, spricht mit ihm, wie soll es weitergehen im Leben und wo soll es weitergehen. Und wenn er nicht nach einer Minute der Hörer abgenommen wird, kriegt er sofort einen Job als Mitarbeiter des Arbeitsamts, denn offensichtlich fehlte dann ja am Telefon jemand. Ne? Und dann hat er schon mal da seinen nächsten Job. Ne? Und so niemanden allein lassen, alle mitnehmen, das ist das Motto des Weltrates. Und für alle eine Übergangslösung suchen. Ist das ungefähr verständlich? Jetzt muss ich mal fragen, Herr Wagner, sind Sie wieder da? Ich muss gerade noch mal gucken, die Nummer. Ich muss gerade mal hier drüben gucken, Sekunde. Ja. Ich wähle mich gerade noch mal kurz ein. Ja, oft ist es dann so, Yvonne, dass hier sogenannte Experten sind und sogenannte Fragende, die Experten dann befragen und die argumentieren dann ihre unterschiedlichen Konzepte. Und heute ist es aber ein bisschen dünn besetzt. Und jetzt hast du mal kurz Einstieg gekriegt. Die Sendung wird ja wieder gefilmt, Dillen nehme ich an, dann kann ich die auch anderen Leuten schicken. Ab dieser Minute kurz Erklärung. Ja, super, dass du hier bist, Yvonne. Ja, und vielleicht ist der entscheidende Gedanke ist, dass wir eben so, wir haben so ein Hilfskonzept, wenn wir jetzt nicht unbedingt so zwei
wirklich sich widersprechende Experten zu einem Thema haben, zum Beispiel zu einem politischen Reformkonzept haben, dann machen wir das sogenannte Advocatus Diaboli-Konzept, also dass wir sagen, dass wir eine bestimmte These wird aufgestellt und dann nach dem Motto der freien Argumentekultur sozusagen nimmt jemand den Gegenstandpunkt ein, egal ob er da, ob er den Gegenstandpunkt wirklich glaubt oder einfach nur so übernimmt und sagt einfach mal, gibt einfach mal Kontra, damit eben immer eine vielfältige Diskussion da ist, damit es bloß nicht zu Einseitigkeiten kommt. Und der Herr Wagner hat das ja vorhin richtig geschildert, dass es eben leider ja sonst die Tendenz überall ist, man ist sich innerintern, gibt es so eine Hauptlinie. Und alles, was auch nur einen Millimeter von der Hauptlinie abweicht, wird schon ausgegrenzt oder da kommt schon zur Spaltung und so weiter. Und dann entsteht eine neue Splittergruppe und dann haben wir haben hunderte von Weltrettungsgruppen, aber anstatt dass alle zusammenarbeiten und versuchen, so lange miteinander zu reden, bis sie auf einen Minimalkonsens und Grundkonsens kommen. Und wir hatten uns ja auch angeboten, mit diesem Grundkonsens Gutes tun zu belohnen, also die Gutes tun, gezielt zu belohnen, dadurch unheimlich viel Gelder einzusparen und diese Gelder lieber sinnvoll für die Rettung des Luftmeeres und des Wassermeeres einzusetzen und so die ganze Erde wieder in Ordnung zu bringen. Ne? Das ist unser Konzept. Und darauf hätte man sich ja dann vielleicht auf ein ähnliches Konzept einigen können, vielleicht auf irgendeine andere Variante davon. Aber ich denke, so dieser Grundgedanke, dass wir endlich mal Gutes tun belohnen müssen, in einer Zeit, wo eher zum Beispiel, wenn wir nur an den Zweiten Weltkrieg denken, ja, die Rüstungskonzerne oder auch die an die USA denken. Für die Rüstungskonzerne war es einfach viel effizienter, eher die Politiker zu fördern, die so kriegslüsterne Tendenzen hatten, ja, weil man dann belohnt wird mit einem enormen Profit. Ja, also quasi, wenn man Politiker unterstützt, die quasi so wie der damalige Präsident Bush so quasi mit dem rauchenden Colt in der Hand dastehen und eigentlich sagen, am liebsten würde ich gern losschießen, wenn man dann als Rüstungskonzern solche Politiker unterstützt hat im Wahlkampf mit viel Geld, dann kam das Geld dreimal wieder zurück, weil nämlich dann ein Krieg gemacht wurde und an dem Krieg konnte dann wieder die Rüstungskonzerne verdienen und Vater und Sohn Bush waren angeblich Großaktionäre der Rüstungskonzerne, haben also an ihren eigenen Kriegen, die sie losgetreten haben, angeblich richtig verdient. Das hat mal der Sender Phoenix behauptet. Ja, und das heißt, stattdessen müssen wir doch Gutes tun belohnen. Wir müssen doch die Waffenkonzerne belohnen, wenn die Zahl der Getöteten im nächsten Jahr um 5% zurückgegangen ist. Und wenn nicht, wird das Geld um 5% reduziert. Wir müssen doch endlich mal anfangen, Gutes tun zu belohnen, nämlich Friedensförderung belohnen und Kriegstreiberei nicht mehr belohnen. Eigentlich doch ganz einfach. Für uns nach 52 Jahren Naturwissenschaft ist das selbstverständlich, aber für große Teile der Gesellschaft eben leider noch nicht, ne? Die denken, es wäre alles in Ordnung. Man kann einfach so weitermachen wie bisher, ne? Viele. Ja, irgendwie das mit dem Einwählen. Herr Wagner, sind Sie wieder da? Bei ihm klappt es. Irgendwie schafft das nicht mehr rein. Vielleicht habe ich auch einen Fehler gemacht. Wir sind nämlich hier mit Telefonkonferenz noch gleichzeitig immer. Ja, jetzt bin ich wieder drin. Ja, Herr Eckenberger, was sagen Sie? Sie haben ja jetzt auch schon vieles mitgekriegt von Next Scientist for Future und viele Talkshows teilgenommen, auch mit Parteimitgliedern. Wir hatten hier schon viele Parteimitglieder, sogar Vorstandsvorsitzende von Parteien hier und so weiter. Aber die tun sich eben auch schwer, sobald es ein bisschen basisdemokratischer geht, wird und auch die Sichtweise andere, also auch sich klar zu machen, dass man doch einfach
nicht nur eine Gesundheitsreformvariante diskutieren sollte, sondern mal fünf nebeneinander stellen sollte und da ausdiskutieren, bis wir uns auf einige, bis man sich dann vielleicht, bis dann am Ende auch die Wähler sich für eine von fünf entscheiden, also echte Basisdemokratie, mal die Wähler entscheiden zu lassen. Es fällt total schwer. Alle diese kleinen Parteien neigen dann dazu, eigentlich eine neue CDU zu werden. Frau Merkel sagt, wo es lang geht. Punkt. Ja. So, da ist dann immer die Basisdemokratie weg. Ja, Herr Eckenberger, wenn Sie mal ein bisschen was berichten aus Ihrer Erfahrung aus den vielen Talkshows hier. Ja, also ich finde es nach wie vor grundsätzlich interessant und heute, das hast du noch nicht mitbekommen, Yvonne, hat der Dillen quasi einen Mega-Geniestreich ausgepackt, nämlich die Idee, dass wenn ich es richtig verstanden habe, ist es bisher so, wenn eine Partei unter 5% nur Stimmen kriegt, dann fallen alle Stimmen weg. Und deswegen sind die meisten Wähler nicht motiviert, bei diesem Risiko quasi ihre Stimme zu verlieren und wählen lieber irgendeine Partei, die sie zwar nicht so richtig gut finden, aber halt, da ist immerhin die große Chance, dass die Stimme ankommt. Und der Dillen hatte die Idee, dass man sich als Wähler aussuchen kann, dass die Stimme quasi, wenn die Partei unter 5% kommt, dass die Stimme einer anderen Partei zugeschrieben wird oder einer Gegnerpartei abgezogen wird. Besser wahrscheinlich einer Gegnerpartei abgezogen wird, das dürfte unkomplizierter sein. Zum Beispiel kann man dann die neue Partei sagen, wir ziehen bei der CDU. Ja, wenn dann zum Beispiel eine neue Partei, sagen wir mal, 4% kriegt, also unter 5% bleibt, dann werden diese vier, und diese Partei hat erklärt gegenüber dem Bundeswahlleiter, erste Priorität, falls die CDU über 5% kriegt, sollen unsere Stimmen dann abgezogen werden von der CDU. Dann hat die CDU 30%, minus 4% sind 26%. Und dann weiß jeder Wähler, meine Stimme geht nicht mehr verloren. Ich unterstütze also nicht mehr mit dem Wählen einer Kleinpartei quasi meinen politischen Gegner, sondern ich nehme ihm, also auf jeden Fall hat die Stimme Wirkung. Und dann werden viel mehr Leute neue kleine Parteien zu wählen und dann gibt es plötzlich Leben in der Bude. Und das ist dann das sogenannte sechste Kettenglied unserer Demokratisierungs- und Machtbegrenzungskette der Next Scientist for Future, die wir letztens in einem Talk mit der Basisdemokratischen Partei Österreich, mit dem Vorstand, zweieinhalb Stunden lang diskutiert haben und vorgestellt haben. Ja, Herr Eckenberger, genau richtig. Das ist nochmal das neue Element, das sechste Element. Genau, und zum Beispiel neben der Wohlfühlstimme, die wurde, glaube ich, kurz angeschnitten, das finde ich total genial. Und ich habe mich eine Weile beschäftigt mit den Ideen, die im Forum sind vom Weltrat der Weisen. Und vieles habe ich jetzt schon oft gehört und ist mit der Zeit klarer geworden. Vieles ist immer noch so, dass ich mir denke, gut, ob es in der Realität so wird, müsste sich zeigen. Aber ich bin schon erstaunt, also auf eine Art bin ich erstaunt, auf eine Art bin ich es nicht, dass es eben so wenig, dass so wenig Leute sich ernsthaft damit auseinandersetzen. Andererseits, das hat Dillen auch noch nicht erzählt, wurde eine Testwahl simuliert. Es wurde eine Testwahl simuliert, das kann er bestimmt auch noch besser erzählen, wo die Ideen des Weltrats vorgestellt wurden und dann wurden 56% der Wähler hätten dafür gestimmt. Aber die Yvonne wirkt ein bisschen abgelenkt, aber ist auch viel Inhalt. Jedenfalls, also für mich ist es eine tolle Gedankenwelt und was ich vor allem immens wertvoll finde, ist eben die Begeisterung für die freie Argumentekultur und für das echte Diskutieren und aufgeschlossen sein und Bereitwilligkeit, sich zu hinterfragen. Und ja, ist halt immer komisch, dass wir so wenig Leute sind, aber immerhin sind wir es. Und danke allen, die das machen. Und der Dillen, teilweise bin ich so ein bisschen beschämt, dass ich nicht die Energie und so weiter habe, auf alle Ideen, zum Beispiel mit der Gründung der Frack-Partei, mich dahinter zu hängen. Aber da bin ich oft beeindruckt, was da alles ausgeheckt wurde wieder. Und hoffentlich wird Österreich
da ernst zu nehmen bleiben. Ich weiß nicht, was die aktuellen News sind. Ich vermute mal nicht. Aber ja, also vielen Dank. Ja, zu den News ist zu sagen, dass wir jetzt auch es gibt eine neue Partei, die heißt PDF, Partei des Fortschritts. Da hatten wir gestern mit dem Vorstandsvorsitzenden und zwei anderen maßgeblichen Parteimitgliedern eine reine Parteitalk-Konferenz. Aber wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, das Problem ist immer, wie stark ist der Kapitalismus im Kopf? Ja, so diese Gewöhnung daran, dass Geld alleine glücklich macht, dass man Politik nur kreisen lässt um die Geldfrage, aber das Wohlfühlen, die Gesundheit, die Langlebigkeit und das Glücklichsein der Menschen eigentlich ausklammert als Thema. Ja? Denn unser jetziges System macht ja einfach Politik einfach so, quasi so, als würde der Mensch vom Geld allein leben. Es kreist eigentlich immer nur um Geldfragen. Ja, dass aber Leben viel mehr ist als Geld, das wird bei vielen Neuparteien auch nicht gesehen. Und vielleicht das noch als Hinweis, das war also eine simulierte Bundestagswahl, wo unsere Professoren sich zur Wahl gestellt hatten und dann 56% der Wählerstimmen bekommen hatten. Und da gibt es hunderte von begeisterten Kommentaren, die dann schriftlich von den Wählern verfasst wurden. Und dann hat ein Parteimitglied der Basisdemokratischen Partei Deutschlands, bei Open Petition unsere Gesundheitsreform reingestellt und die einer neuen Partei reingestellt. Und bei uns gab es 60 begeisterte Kommentare. Zum Beispiel ein Kommentar von einer Frau lautete: Das ist der wahre Ansatz. Ja, damit ist alles gesagt. Und die andere Reform hatte 4 positive Kommentare. Also 60-4. Und das zeigt sich immer wieder, dass immer wieder, wenn die WählerInnen kommentieren, ich muss dazu sagen, wir haben Auftritte gehabt in letzter Zeit. Wir haben erreicht vielleicht insgesamt 800.000 Klicks. Ja? Ich habe zum Beispiel bin aufgetreten bei manchen Formaten, wo insgesamt vielleicht 80.000 Zuschauer waren und so weiter. Aber das ist immer noch wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also so die Bevölkerung erreicht man wahrscheinlich so ab 20, 30, 40 Millionen Klicks. Ne? Und das haben wir noch nicht. Ne? Und die Frage ist auch, alles, was ein bisschen schwieriger ist, scheint total schwierig zu sein. Ja? Sobald es ein bisschen komplexer ist, dann wird es einfach schwierig. Ne? Und dann greifen sehr viele Menschen, dann ja, bleiben bei einfachen Konzepten. Zum Beispiel die Basisdemokratische Partei Österreichs, die hat eine große Sympathie für Rudolf Steiners Anthroposophie. Ja? Und das bedeutet wieder keine Offenheit, weil das wieder ein enges Konzept ist. Also wieder dann die Gegenargumente-Seite nicht mehr gehört wird, sondern dann man sich da festlegt auf eine bestimmte Schiene wieder. Ja. Und so haben alle diese kleinen Parteien so ihre Festgelegtheiten und Fixiertheiten und sind quasi kleine Varianten der CDU. Eine Linie, meistens von oben hervorgegeben und doch wieder keine freie, offene Diskussion und kein Advocatus Diaboli, keine Gegenargumente, keine, ja, so unser Motto lautet ja immer, so gestern habe ich das dann auch gesagt, so jetzt sind Sie dran und jetzt widersprechen Sie unseren Reformkonzepten bitte, ja, als Advocatus Diaboli oder Advocati Diaboli. Ja. Ja, schade, der Herr Wagner ist also irgendwie, klappt das mit dem Einwählen nicht mehr. Das ist bei uns ganz üblich, alle 2 Stunden stürzt die Telefonkonferenz ab und dann wählen wir uns immer ein und normalerweise klappt das auch, aber heute irgendwie nicht. Ja, Herr Eckenberger, was gibt's noch zu sagen aus der Zeit? Eigentlich kann man es zusammenfassen. Wir haben für alles Lösungen, aber wo sind die Menschen? Das ist unser Dilemma. Ja, das war damals schon mit Scientists for Future, Fridays for Future. Ja, Lösungen gibt es, die sind aber leider komplex.
Und wo sind die Menschen? Wo sind die Massen? Ja, das ist eben der Punkt. Waren Sie auch mal bei einem dieser irgendwie da in Berlin mal gewesen oder so? Oder jetzt, also eher so regional sozusagen, bei Extinction Rebellion in Ihrer Region sozusagen? Ja, sind noch irgendwelche, wir sind nämlich jetzt auch schon wieder, wie lange sind wir dran, wie lange läuft die Aufnahme schon? Die läuft jetzt schon seit 2 Stunden, 10 Minuten. So, vielleicht machen wir es so, dass wir gucken, sind denn noch irgendwelche Fragen, ist denn noch irgendwas unklar jetzt einerseits beim Thema, wie sieht die glückliche Kommune der Zukunft aus? Wie sehen also Gemeinschaftsprojekte? Der Herr Eckenberger versucht ja auch, ein Projekt hochzuziehen sozusagen. Ich habe selbst auch ganz viele Kommune-Projekte selbst hochgezogen, habe viel Geld ausgegeben für Kommune-Projekte selbst, war an vielen beteiligt, war in Indien sozusagen mit der Kommunenbewegung, die von dort ausging und so weiter. Und die zweite Ebene, eben die politische Ebene. Ja, das gibt es da noch irgendwelche Fragen? Irgendwas noch vielleicht? Von mir jetzt. Zum Beispiel oder von Herrn Eckenberger? Denn der ist zwar jetzt schon ein paar Monate dabei in den Diskussionen, aber da ist garantiert sind da noch auch irgendwelche ungeklärten Punkte. Also ich lasse mir das alles nochmal durch den Kopf gehen. Ich glaube, viele ungeklärte Punkte sind dann einfach die Umsetzung. Und teilweise würde ich einfach, also würde ich, aber habe ich ja schon oft gesagt, einfach teilweise ein bisschen bescheidener formulieren oder nicht sagen die einzige Lösung, sondern die einzige Lösung, die ich sehe oder sowas. Um nicht Leute vom Kopf zu stoßen. Aber ansonsten, weiß ich nicht, würde mich interessieren, was die Yvonne denkt. Und wir sind ja jetzt auch schon echt lang dabei. Also. Ja, ich hätte das Gleiche gesagt wegen der Umsetzung. Wenn man das dann, ja, dieses System verändern kann, am besten, wie man da anfängt. Welche Wege man da geht und wird selbst auch versuchen, viel nachzulesen, was ich da jetzt gesehen habe, dass ich da ein bisschen reinfinde. Und wegen der Kommunen finde ich voll interessant, ob sowas dann Wirkung hätte, wenn man das verbreitet, wenn man da echt Glück drinnen findet und sowas dann gut verbreiten kann, ob das dann echt ins System mit aufgenommen werden könnte, das wäre natürlich schon cool. Ja, es gibt nichts Attraktiveres als eine glückliche Kommune, wo man einfach Lust hat mitzumachen, aber dafür muss sie auch wirklich glücklich sein. Das ist das, woran bis jetzt so die meisten Projekte so ein bisschen immer geschwächelt haben, dass es nicht leicht ist, mit dem Kapitalismus im Kopf sozusagen ein liebevolles Kommunenleben hinzubekommen, mit dem, wo die Leute wirklich alle viel glücklicher sind als im Rest des Lebens, denn die Bevölkerung wird natürlich ihren Lebensstil nur verändern, wenn sie eine einladende Glückskommune sieht, wo sie sagen, oh, da muss ich mit dabei sein, da will ich dabei sein, ja. Und da gehe ich mal zu Besuch und wenn ich mich so wohlfühle, dann ziehe ich da ein, ja. So muss es ja gehen. Und das ist halt nicht ganz leicht. Das ist bis jetzt, das ist also sehr schwierig, weil ja der Kapitalismus im Kopf sozusagen uns eher, ich spreche ja davon, dass das uns tendenziell eher gemeinschaftsunfähig macht. Ne? Und das ist die Schwierigkeit, dass wir so, der Kapitalismus hat ja kein Interesse von der Evolution im Kapitalismus, ist es ja so, dass Gedankeninhalte, die uns eher wie Hund und Katz zueinander werden lassen, für den Kapitalismus ja Profit bedeuten, denn der einsame, kaufsüchtige Single kauft einfach mehr.
als der sozial glückliche Mensch, der nichts braucht, weil er liebevolle Menschen um sich rum hat und einfach nicht kaufen geht, nicht einkaufen geht. Das bringt ja dem Kapitalismus nichts, ne? Und deswegen sind wir psychisch alle verändert. Wir sind durch die sogenannten vorteilbringenden Irrtümer oder parasitären Meme oder Killerviren des Geistes da verändert. Ja, und wie gesagt, unser Umsetzungskonzept war ja eigentlich ganz einfach. Greta Thunberg war ja vor 2 Jahren so berühmt, dass die Journalisten quasi ihr Regelrecht sich zu Füßen gelegt haben und alles berichtet haben, was sie gesagt haben. Und stellen wir uns jetzt mal einfach ganz pragmatisch vor, Greta Thunberg, Luisa Neubauer, die Extinction Rebellion und alle gemeinsam in einer Pressekonferenz, unsere 20 Professoren, Doktoren und so weiter. Und alle unsere ehemaligen Bundesgesundheitsministerin und eine riesige Weltpressekonferenz und ARD und ZDF und Tagesschau. Es gibt einen neuen Weltlösungsansatz, der zur Diskussion gestellt wird. Und Greta sagt hier, dear world, let's discuss all over the world about those new ideas, how we can solve the worldwide problems. Dann wäre da was losgegangen. In jeder Talkshow wäre da weltweit drüber diskutiert worden. Unsere Professoren wären in Online-Konferenzen über die ganze Welt gewandert sozusagen oder in Telcos, Telefonkonferenzen oder Online-Konferenzen. Und ja, das hätte sich ganz schnell umsetzen können. Und dann hätte es vielleicht diese große Konferenz mit Frau Merkel, mit Minister Spahn, mit Ministerin Klöckner, mit Minister, wie heißt der Altmaier und so weiter, Energieminister und so weiter gegeben. Und dann hätten wir diesen Deal, so einen neuen Generationenvertrag geschmiedet. Hier, unsere Professoren helfen mit in den Ministerien, diese Reformen umzusetzen und 80% aller eingesparten Gelder gehen bis zu einer Höhe von 900 Milliarden in den ersten 7 Jahren in den Klimaumbau Deutschlands sozusagen. Und jeder andere Staat kriegt von uns auch die Beratung, aber nur, wenn er denselben Deal unterschreibt, nämlich seiner eigenen Klimabewegung gegenüber dem Deal immer 80% der eingesparten Gelder gehen in den Klimaschutz der USA oder der Indiens oder was auch immer. Und dann haben wir das schnell, was der Professor Hans-Werner Sinn sagt, nämlich den von dem Nobelpreisträger William Nordhaus empfohlenen Club der Willigen. Und dann plötzlich haben wir fast nur noch Staaten, die also weltweiten Emissionshandel betreiben. Und dann wird CO2 und all die anderen Luftschadstoffe, das wird so teuer, dass die Leute dann alle auf ungiftige Produktion und unschädliche Produktion umstellen, ne, mit erneuerbaren Energien. Ja. Eigentlich ganz einfach, nur irgendwie haben die Leute nicht mitgemacht. Ja, noch irgendwelche Ideen für heute? Ansonsten, das Forum ist schon bekannt, das neue freie-argumente-kultur.net. Unser Forum ist ja Weltrat der Weisen, Weltrettung, ja, danke, aber wie, glaube ich, ist der Name unseres Forums. Und ich muss noch dazu sagen, zur Information, wir haben bei uns viele, auch befreundete Sender, haben 90% unserer Videos leider privat geschaltet, weil wir immer mehr Ärger damit hatten, dass wir jetzt schon auch entdeckt worden sind von, es gibt tatsächlich eine gewisse Zensurneigung innerhalb von YouTube und wir sind wohl zu gesellschaftskritisch, wir sind zu kapitalismuskritisch und das dann doch, da wurden dann Videos unter Vorwand gelöscht und dann wird man ja sehr schnell auch gesperrt als Sender und dann haben dann alle befreundeten Sender und wir selber 90% unserer Videos erstmal privat geschaltet, weil man dann keine Grundlage mehr hat, uns zu löschen sozusagen, ja. Dadurch gibt es leider nicht mehr so viele Videos, aber immerhin gibt es ja noch einiges, was man sehen kann. Ja. Auf unserer Homepage nextscientistsforfuture.de, wenn man da jeden Link anklickt, der zu finden ist und allem folgt, findet man immer noch unzählige Videos, aber eben viele auch von anderen Sendern dann, was ja dann nicht gefährlich ist. Gefährlich ist immer, wenn man so eine Verwarnung kriegt. Wenn man dann noch eine kriegt, dann wird der ganze Kanal gelöscht, ne? Der ganze Sender gelöscht. Und wir sind wohl YouTube mittlerweile doch zu Kapitalismus und Pharmakonzern kritisch und so weiter. Ne?
Das ist übrigens auch ein ganz neues Phänomen, das ist vielleicht noch ein interessanter Gedanke, Herr Eckenberger, auch für Sie. Früher waren alle, die links waren, waren pharmakonzernkritisch. Und jetzt haben wir plötzlich die Partei Die Linke, die sich als der größte Fan der weltweiten Pharmaindustrie äußert. Das ist merkwürdig. Also, dass man plötzlich eigentlich kein Problem mehr im Kapitalismus sieht. Also ich bin der Meinung, wir haben einen großen Rechtsruck in der gesamten Politik. Ja, wenn sogar schon die Linke nicht mehr konzernkritisch sich äußert. Dabei müssen wir doch ganz klar sehen, dass die Konzerne im Moment Profite auf Kosten der Menschheit machen, weil das System falsch ist. Ja? Und dass wir deswegen positive Anreize brauchen, wir müssen die Leute, die Konzerne für Gutes tun belohnen. Ja? Aber das ganze linke Projekt war doch immer, dass man erkannt hat, dass irgendwie die Konzerne Profite machen und dabei die Gesundheit der Menschen oft geschädigt wird, ne? Und die Erde zerstört wird. Das ist doch eigentlich der Grundkonsens allen linken Denkens mal gewesen. Ist aber jetzt nicht mehr. Plötzlich ist die Pharmaindustrie und die Impfindustrie ist plötzlich ein Engel geworden, ne? Das ist so, das ist alles gut, was die tun. Da geht es gar nicht um Geld. Da geht es gar nicht um Geld machen. Ja? Und das hat uns dann doch sehr, sehr überrascht, diese Tendenz. Und da ist YouTube eben auch sehr streng. Dass wir sind eben nach wie vor pharmakonzernkritisch, ja. Und das mag aber YouTube nicht besonders. Denn die leben ja auch von Werbung und sind ein kommerzielles Unternehmen. Ne? Ja, gibt es zum Schluss noch Schlussrunde? Herr Eckenberger, Ihr Schlusswort für heute oder Ihre Eröffnung eines neuen Themas für heute noch nach 2 Stunden, 9 Minuten? Oder Schlussrunde? Ja, danke. Ich wähle die Schlussrunde. Aber also für mich war es sehr ergiebig. Ich freue mich, dass die Yvonne da war. Ich freue mich, dass so eine gute Zusammenfassung gekommen ist. Und wie gesagt, der geniale Gedanke, mit mehreren Nobelpreis-Auszeichnungen hoffentlich gewürdigt. Vielen, vielen Dank, Yvonne. Ja, danke. Es hat mich auch gefreut, hier zu sein. Ich fand auch die Zusammenfassung sehr cool und ich habe auch einiges mitnehmen können. War auch sehr verständlich und fand die Runde an sich sehr angenehm. Ja, und Herr Eckenberger, Sie können ja unsere Mails, unsere Einladungsmails immer wieder entsprechend weiterleiten. Und wenn wir eine E-Mail-Adresse haben, können wir auch jemanden direkt in den Verteiler aufnehmen. Wir schicken ja immer quasi so alle paar Tage laden wir wieder ein zu einer Talkshow. Wobei wir jetzt ja so ein paar Fixtermine haben. Wenn ich mich recht erinnere, gell, Mittwochs machen Sie, Herr Eckenberger, eine Talkrunde. Nur dieses Mal hat es nicht geklappt irgendwie, gell? Und samstags macht der Herr Jürgen Wagner, also ÖFF, seine Talkrunde oder gibt es da eine Talkrunde? Und ja, und ansonsten machen wir regelmäßig Talkrunden. Ne? Und die heißen eben die Talkshows Freie Argumente-Kultur. Freie Argumente-Plattformen. Ja, genau, das war der Name. Und denn wir hatten bei uns Next Scientist for Future hieß das früher das Konzept Demokratie pur, aber wir finden das Konzept freie Argumente-Plattform eigentlich sogar die bessere Wortwahl, ja? Denn Demokratie pur, das kann alles bedeuten und nichts, aber freie Argumente-Kultur, das sagt schon was aus, nämlich dass man nicht Argumente wegzensiert und damit auch unterschiedliche Reformkonzepte und Lösungswege nicht wegzensiert, voreilig und vorschnell, sondern die wirklich mal erst ausdiskutieren lässt und im Idealfall erst mal basisdemokratisch konsensieren lässt und so sich nicht der Vielfalt der Ideen bereichert. Ich denke bei dem Ganzen immer an ein innerbetriebliches Vorschlagswesen. Ich war früher auch mal in der Managementpsychologie mal eine kurze Zeit lang auf Abwägen sozusagen. Und da ging es immer darum, dass man eben den Ideenreichtum der Mitarbeiter doch nutzen sollte zugunsten des Unternehmens. Und genauso sollte man im Staat den Ideenreichtum, die verschiedenen Reformideen und die Argumente dafür doch alle nutzen, anstatt sie immer nur wegzuzensieren und auszugrenzen. Und unsere Medien bestehen ja aus dem Wegzensieren. Alle neuen Ideen werden ja grundsätzlich von den großen Medien nicht aufgegriffen. Ja?
Da wird immer gesagt, das waren die Nachrichten des Tages. Was nicht gesagt wird, ist immer 90% alles Wichtigen, nämlich alle neuen Ideen in der Gesellschaft, haben wir weggelassen. Die haben wir wegzensiert. Das wird aber nicht gesagt, sondern es wird gesagt, das waren die Nachrichten des Tages. In Wirklichkeit hat man nur ausschließlich CDU, SPD, Grüne, FDP zu Wort kommen lassen und das war's dann. Ja, und das sind dann die Nachrichten des Tages. Alles, was es an Konstruktivem in der Welt gibt, wird einfach nicht berichtet. Ja? Und deswegen haben wir dann erleben müssen, dass die Bild-Zeitung über uns geschrieben hat und ein großes Wirtschaftsmagazin in Österreich zwei unserer Professoren mit mir zusammen interviewt hat. Und das war's dann. Und der Dr. Franz Alt hat über uns geschrieben, einen großen Artikel veröffentlicht. Aber die Tagesschau hat nicht über uns, über die Next Scientists for Future berichtet und die Heute-Sendung auch nicht. Und dann bist du tot. Dann wirst du nämlich totgeschwiegen. Und das hätten wir überwinden können, indem wir mit Greta Thunberg, mit Luisa Neubauer gemeinsam eine Weltpressekonferenz gemacht hätten, hätten wir diese Schwelle überspringen können und dann hätten wir alle, ja, hätten wir vielleicht das Klimaproblem schon im Griff, denn es sind jetzt mittlerweile fast 3 Jahre vergangen. Ne? Wir haben uns, ja, ich glaube, Anfang 19 haben wir unser Angebot gerichtet an Fridays for Future. Ne? Seitdem sind ja schon wieder 2 Jahre vergangen. Ne? Ja. Ja, alles leider verlorene Zeit. In der Zeit hätte man schon viel arbeiten können, auch am Klima. Ne? Ja, dann bis zur nächsten Talkshow, würde ich sagen. Und wir sehen uns. Das nächste ist, heute ist Freitag, also morgen ist wieder die Talkshow mit Öff. Da ist, glaube ich, das läuft auch über Telefonkonferenz, Globify, vielleicht vom Herrn Eckenberger mal schildern lassen. Und die Einwahlnummer ist immer die rückwärts laufende Datum. Also heute wäre das 2021, 04 für April und 09 für den 9. Und das ist dann immer die Einwahlnummer. Also morgen wäre das dann 1-0 am Ende. Also 2021-04-10 wäre die Einwahlnummer und die Globify-Nummer ist 089-443 und 6 mal die 3. 4-4, 6 mal die 3. Und dann sagt die Dame was und dann kann man eintippen 2021-04-10. Gell? Ist doch richtig, Herr Eckenberger. Das ist der Einwahl. Und morgen, glaube ich, 18 Uhr, oder? Ja, und dann, da plaudern wir auch wieder. Freie Argumentekultur. Alle Ideen zulassen und kontrovers diskutieren. Und unser Konzept Advocatus Diaboli haben wir heute nicht so stark in den Vordergrund gerückt. Dafür war es gestern ganz stark. Ja. Und ja, und unser Motto lautet immer abschließend: Es gibt kaum Hoffnung, dass wir die Menschheit noch, dass die Menschheit noch zu retten ist, aber wir versuchen es halt trotzdem. Was soll man sonst tun? Alles klar, schönen Abend, dann bis bald, bis zur nächsten Talkshow, gell? Morgen oder Tschüss, alles Mittwoch oder Gute. Tschüssi, bis dann. Ciao, alles Tschüssi. Gute.